Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war aber laut. Und herzlich willkommen natürlich auch, liebe kommunalpolitischen Vertreter oder möglicherweise zukünftige kommunalpolitischen Vertreter. Ich darf Sie alle ganz herzlich zum Kandidaten-Hearing oder zur Podiumsdiskussion hier bei uns in Timmendorfer Strand in der Trinkohalle begrüßen. Ich will gar nicht viele Worte machen, denn heute, der Abend soll ganz im Zeichen der Politik stehen. Ich wollte es mir aber natürlich nicht nehmen lassen, Sie als Bürgermeister der Gemeinde Timmendorfer Strand persönlich zu begrüßen. Ich danke ganz, ganz herzlich den Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Heute sind die Spitzenkandidaten der einzelnen Fraktionen oder Parteien bei uns vertreten. Und ich finde das großartig, dass ihr euch bereit erklärt habt, als dann die Frage aufkam, machen wir nochmal so einen Kandidaten-Hearing? Ja, natürlich machen wir das. Wenn der Bürger uns noch Fragen stellen will, dann sind wir gerne bereit, die auch zu beantworten. Das ist großartig, dass ihr das macht. Es ist ja auch nicht immer ganz einfach, sich vor Publikum zu stellen. Und von daher finde ich das klasse, dass ihr euch bereit erklärt habt. Da wir als Gemeinde zur Neutralität verpflichtet sind, haben wir uns natürlich Unterstützung geholt, das Ganze zu moderieren. Das macht Frau Susanne Pyrone von den Lübecker Nachrichten, ihres Zeichens Chefredakteurin für den Bereich Ostholstein, Chefreporterin für den Bereich Ostholstein. Ich bin selber sehr gespannt darauf, was für Fragen Frau Pyrone sich ausgedacht hat. Sie wird gleich selber noch ein bisschen einmal sich vorstellen und über das Prozedere berichten, wie das Ganze ablaufen soll. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen, die kommen. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten, die von unseren Kandidaten kommen. Freue mich selber auf den Abend und was ich am meisten genieße, dass ich heute mal nichts machen muss, sondern ganz entspannt in der ersten Reihe sitzen darf, um euch zu beobachten. Ich finde das klasse, ihr werdet das großartig machen. Ich freue mich darauf, auf den Abend und darf jetzt tatsächlich an Frau Pyrone abgeben und wir möchten Sie alle mit einem herzlichen Applaus begrüßen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Herr Pater Bönke. Wie schon gesagt, mein Name ist Susanne Pyrone. Für einige zu schwer auszusprechen. Pyro als Kurzform tut's auch. Ich bin Redakteurin bei den Lübecker Nachrichten seit, oh Gott, 33 Jahren. Hier für die Lübecker Nachrichten, da vorne auch schon, vorher auch schon lange. Und ich habe das Vergnügen, Sie heute Abend durch diesen Abend zu geleiten. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass so viele erschienen sind. Das zeigt mir nämlich, dass das Interesse an Kommunalpolitik groß ist, auch wenn ich natürlich an den Stickern sehe, dass da auch etliche Parteivertreter natürlich dabei sind. Wir haben auf dem Podium heute die Spitzenkandidaten der Parteien, die sich für die neue Gemeindevertretung für die nächste Wahlperiode bewerben. Ich fange mal links an. Christian Freitag für die CDU. Andreas, genau, es darf geklatscht werden, natürlich. Andreas Müller für die WUP. Stefanie Vorkamp für Bündnis 90 Die Grünen. Michael Strümpel für die BBNP, Wählergemeinschaft. Die FDP wird vertreten von Andreas Tschaika. Und Jörn Eckert für die SPD. Und damit Sie auch wissen, wer wer ist, haben wir schöne große Namensschilder, die man hoffentlich auch bis hinten hin lesen kann. Ich
muss noch kurz erklären, wie dieser Abend ablaufen soll. Wir fangen an mit einer ersten Talkrunde, bei der sich die einzelnen politischen Vertreter vorstellen. Die haben die freie Wahl, ob sie was über sich, über ihr Programm, über ihre Ziele, was sie erreichen wollen, was sie sagen. Dafür sind jeweils 3 Minuten Zeit. Danach gibt es eine Runde 3 aus 18 Fragen. Das heißt, ich ziehe immer eine Partei, der Vertreter dieser Partei kriegt diese Frage. Und danach ziehe ich die nächste Partei, der Vertreter dieser Partei kriegt die nächste Frage. Wenn wir nämlich jede Frage von allen 6 beantworten lassen, dann sind wir morgen früh noch hier. Das wollen wir ja verhindern. Danach gibt es Fragen aus dem Publikum. Und am Ende hetze ich dann die Vertreter der Parteien aufeinander. Dann gibt es nämlich 3 spezielle Fragen zu strittigen Themen, von denen jeweils 2 Parteienvertreter kurz diskutieren müssen, ihre jeweiligen Positionen argumentativ vertreten. Und ich hoffe, damit kommen wir jetzt ganz gut durch diesen Abend. Hinterher noch am Ende ein Abschlussstatement der einzelnen politischen Vertreter. Ich würde jetzt mal anfangen mit den 3 Minuten und wir fangen einfach bei Herrn Freitag an. Ich gebe Ihnen, Sie stehen ja auch mir am nächsten. Ich gebe Ihnen jetzt 3 Minuten und dann können Sie sagen, was Sie oder Ihre Partei oder was auch immer Sie Ihren Wählern sagen möchten. Feuer frei. Ja, erstmal, das ist ja wirklich laut. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Freitag, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, 3 Jungs. Beruflich bin ich in der Energiebranche tätig und leite derzeit 3 Standorte. Ich bin Ortsvorsitzender der CDU und kandidiere erneut für die Gemeindevertretung. Zu unserem weiteren CDU-Team der Direktkandidaten sind im Wahlkreis Holger Ahrens und Arne Rix, im Wahlkreis 2 Anja Evers und Professor Dr. Menke zum Felde, im Wahlkreis 3 Maximilian Freitag und Dieter Böden. Maximilian ist das jüngste Mitglied unserer Direktkandidaten, nämlich mit 19 Jahren. Ich kann hier so, ist es so besser? Verstehen Sie mich so besser? Okay, ich habe nur 3 Minuten. Und Dieter Böden ist 72 Jahre alt. Im Wahlkreis 4 kandidiert Marcel Gabosinski und ich. Im Wahlkreis 5 in Niendorf Martina Janke-Hans und John Röger. Für den Kreisparteitag kandidiert für die CDU Melanie Puschadl-Freitag. Meine Damen und Herren, die CDU führt ihren Wahlkampf unter dem Motto Anpacken für unsere Gemeinde. Das heißt nicht so viel rumschnacken, sondern wirklich anpacken. Und warum sage ich das? Weil zu viele Projekte hier in der Gemeinde angesprochen, besprochen werden, aber zu wenige endgültig entschieden und abgeschlossen werden. Wir brauchen mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung. Deswegen freue ich mich auch, dass hier so viele Bürger dabei sind in der Gemeinde. Sowie eine starke und gut organisierte Verwaltung. Der CDU ist eine Ausgewogenheit zwischen Tourismuswirtschaft und unseren Bürgern, die hier wohnen, wichtig. Und sie wird, das haben Umfragen ja auch schon gezeigt, sie wird immer wichtiger, wichtiger denn je. Ich habe nur 3 Minuten. Einige Punkte möchte ich aber aus unserem Wahlprogramm auch gerne ansprechen. Die Diskussion um den Erhalt unseres Ostseegymnasiums und der Niendorfer Grundschule müssen aufhören. Wir diskutieren da sehr oft drüber. Alle Schulen müssen erhalten bleiben. Es müssen endlich alle Schulen zeitgemäß modernisiert werden. Eine neue Sporthalle und ein bedarfsgerechter Sportplatz für das Ostseegymnasium muss gebaut werden. Das Sportplatzkonzept an der GGS und in Niendorf, der Kunstrasenplatz sowie der Jugendtreff müssen endlich umgesetzt werden. Ich kann mich erinnern, dass da meine Kinder 14 Jahre alt waren. Alexander ist jetzt 21 und es ist immer noch nichts umgesetzt. Das ist für Jugendliche nicht befriedigend. Ich freue mich an dieser Stelle auch, dass die Junge Union wieder hier in Timmendorfer Strand in Gang kommt. Das war schon alles.
Dann möchte ich aber einen Satz zum Schluss, muss ich noch mal sagen, und das ist, damit das alles finanziert werden kann, benötigen wir die angesprochene Ausgewogenheit von Wirtschafts- und Bürgerinteressen. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Ich hab in den vergangenen Wochen endlos Kandidatenlisten abgeschrieben für diverse Orte und habe dabei festgestellt, dass sehr viele Fraktionen in der Kommunalpolitik fast schon Familienbetriebe sind. Wer genau zugehört hat, der hat den Namen Freitag jetzt zweimal gehört, ne? Bei den Kandidaten. Das ist hier nicht anders. Wir fangen jetzt mal auf der anderen Seite an. Herr Eckert, Ihre 3 Minuten fangen an zu laufen. Wann? Ab jetzt? Nee, erst wenn Sie anfangen zu reden. Ich muss schneller reden. Mit dem ersten Wort. Okay. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Anja und lieber Sven. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier oben auch stehen darf und uns kurz vorstellen. Ich möchte gar nicht so viel zu mir erzählen, sondern vielmehr 4 Punkte, auf die ich eingehen möchte, was die SPD setzen möchte in den nächsten 5 Jahren. Mein Name ist Jörn Eckert, ich bin 54 Jahre alt, derzeit seit 10 Jahren Fraktionsvorsitzender in der SPD. Und zu beklagen habe ich, dass wir derzeit nur 4 Sitze im Gemeinderat haben. Auch unsere Programme durchzusetzen. Als Beispiel kann ich mal nennen, ich habe persönlich vor 10 Jahren das ETC ein Konzept oder für das ETC ein Konzept vorgestellt zu einem Neubau für eine Multifunktionshalle. Heute sagen alle, ja, hätten wir das mal gemacht, denn damals haben sich die Kosten auf 10 Millionen belaufen, heute sind wir 10 Millionen für die Sanierung und wir haben hinterher einfach nur einen Oldtimer, der neu angemalt wird. So bezeichne ich das mal. Das ist natürlich einfacher, wenn man mehr Sitze im Gemeinderat hat und die streben wir an mit dieser Wahl. Ich möchte auf 4 wichtige Punkte eingehen, auf die wir uns konzentrieren wollen. Wir haben derzeit die Fahrradstraße, eine Zwischenlösung, ein Kompromiss. Wir möchten, dass die Fahrräder wieder an der Promenade fahren und das wollen wir dadurch erreichen, dass wir einen aufgeständerten Dünenweg quasi umsetzen. Ich weiß, das ist nicht ganz schwierig, auch mit den Naturschutzbehörden, nicht ganz einfach, das mit den Naturschutzbehörden umzusetzen, aber das ist unser Ziel, dass wir den Fahrrad- und Fußverkehr wieder an die Promenade bekommen. Es kann nicht sein, dass ein Gast bei uns an die Ostsee kommt, von Sirksdorf bis Timmendorf am Strand längst und hier über die Straße geleitet wird. Das ist unser großes Ziel. Ein weiteres Ziel ist die Digitalisierung der Schulen, des Rathauses und des Verkehrs. Das Rathaus braucht dringend digitalisierte Bürgerprozesse, sodass sie ihre Anliegen quasi auch am PC von zu Hause aus erledigen können. Und der Verkehr muss digital so geregelt werden, dass ich auch per App sehen kann, bereits wenn ich von der Autobahn runterfahre, wo ich einen freien Parkplatz finde. Und nicht erst, wenn ich im Ort stehe, dann staut sich das. Wir wollen bauen, und zwar bezahlbaren Wohnraum. Wir haben jetzt ein Projekt vor der Brust am Vogelsang. Das werden wir mit Verstand und auch mit Nachdruck aber durchsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn alle Parteien haben bisher immer gesagt, wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Und wer A sagt, muss auch bauen sagen. Der vierte Punkt ist der Erhalt, die Sanierung der Kindertagesstätten und der Schulen sowie Neuschaffung von Begegnungsstätten, Jugendtreffs, aber auch Begegnungsstätten für alle Altersgruppen. Kurmittelhaus und Bahnhof, sage ich nur. Ganz, ganz wichtig, dass wir hier endlich mal anfangen, den B-Plan zu ändern und das Kurmittelhaus auch unseren Einheimischen zur Verfügung stellen. Und nicht immer nur ausschließlich in die touristische Infrastruktur investieren, sondern auch für unsere Bürgerinnen und Bürger. Das Strohdachhaus, weiß ich, ist Platz aus allen Nähten, haben die Senioren berichtet, viel zu klein. Insofern brauchen wir da zukunftsorientierte Lösungen. Das war's von meiner Seite. Dankeschön. Perfekt getimt. Sie hätten noch 6 Sekunden Zeit gehabt. Wir machen mal weiter mit Frau Vorkamp. Kleinen Moment. So, erstes Wort gilt. Mir liegt Timmendorfer Strand am Herzen. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier am Ostsee-Gymnasium Abitur gemacht. Mein kleiner Hotelbetrieb ist hier im Ort und meine Kinder gehen hier zur Schule. Ich bin Stefanie Vorkamp und bin 48 und seit 10 Jahren bei den Grünen politisch aktiv. Mein oder auch unser Lebensmittelpunkt soll ja liebenswert bleiben und im Sinne unserer Kinder sich auch nachhaltig und zukünftig entwickeln. Das heißt für mich auch, dass die Grenzen des touristischen Wachstums, besonders im Tagestourismus, einfach auch erreicht sind. Wir erleben fast jedes Wochenende ein totales Verkehrschaos auf dem Weg in Timmendorfer, nach Timmendorfer Strand und in Timmendorfer Strand. Ein grünes Ziel ist es, dass unsere Gäste, die hier Urlaub machen, den Wagen stehen lassen und nicht den Ort verstopfen.
Dafür brauchen wir natürlich attraktive Fahrradstrecken und auch attraktive Busverbindungen. Das schafft auch Platz für uns und für unsere Kinder. Touristische Großprojekte haben wir in den letzten Jahren Raum, vielleicht auch zu viel Raum gegeben. Wir Grüne fordern ganz klar, die Priorität soll jetzt dort sein, investieren wir in unsere Kindergärten und unsere Schulen. Das ist Zukunft. Auch kein Bau ist mit uns Grünen einer neuen futuristischen Gastronomie direkt auf unserem Spielplatz hier am Sea Life Center möglich, sondern wir wollen den Neubau unserer Grundschule und den Neubau des evangelischen Kindergartens. Und alle sprechen auch von Klimaschutz und Naturschutz. Alle Parteien schreiben sich das in ihr Programm, aber letztlich umgesetzt und in konkreten Projekten eingefordert wird es eigentlich nur von uns. Wir Grünen sind nämlich auch ganz klar gegen eine Bebauung der Feuchtwiesen am Vogelsang. Wir wollen dort keine Betonwüste. Wir brauchen da auch keinen weiteren Lebensmittelmarkt, ob das jetzt Penny, Netto oder Rewe ist, und auch keine Eigentumswohnung. Weil der Investor hat klar gesagt, die Eigentumswohnung und der Supermarkt ist für ihn höchste Priorität. Wir werden vielleicht dort auch noch mit kleinen Versprechungen geködert, dass da ein Ärztehaus, vielleicht ein paar Mietwohnungen und vielleicht auch seniorengerechtes Wohnen noch mit hinkommt. Wir glauben da nicht dran. Die Gewinnmaximierung für Investoren ist für uns Grünen kein Ziel. Das schafft auch keinen günstigen Wohnraum. Das funktioniert eher mit einer kommunalen Wohnungsgenossenschaft. Diese gibt es hier und in Lübeck. Mit denen sollten wir sprechen, mit denen sollten wir bauen. Wir brauchen auch, wie am Vogelsang, diese Versickerungsflächen und Grünflächen für Starkregenereignisse und auch in Hitzeperioden. Wir brauchen diese Artenvielfalt und auch bienenfreundliche Grünflächen. Lasst uns diese aufwerten und erhalten. Mit uns soll es keinen weiteren Flächenverbrauch geben. Alle Kraft der Verwaltung soll sich in den nächsten 5 Jahren klar konzentrieren in die Bereiche Wohnen für Alt und Jung, Bildung, Schule und Sport und natürlich den Erhalt unserer persönlichen Stärken. Das ist nämlich hier der Strand und die Natur. Dankeschön. Schon wieder fast eine Punktlandung. Perfekt. Wir machen jetzt mal weiter mit Herrn Czajka von der FDP. Sie haben jetzt Ihre 3 Minuten. Dankeschön. Ja, liebe Timmendorfer Bürgerinnen und Bürger, wir haben viel über Programme gehört. Lassen Sie uns ein bisschen über die FDP sprechen. Bei den Kommunalwahlen konnte die FDP selten über 7% von ihren Stimmen auf sich verbuchen. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 haben allerdings über 17% Timmendorfer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Zweitstimme die FDP gewählt. Das ist gar nicht so lange her. Mein Name ist Andreas Czajka und ich bin der Ortsvorsitzende der FDP in Timmendorfer Strand. Und an Sie wende ich mich heute Abend. Wenn Sie der FDP auf Bundesebene Ihr Vertrauen geschenkt haben, dann bitte ich Sie sehr, das auch in diesem Jahr Ihre FDP zu gewähren, die für die Kommunalwahl 23 antritt und für Sie und Ihre Interessen eintreten möchte. Die FDP hat zwar seit Jahren einen Sitz im Gemeinderat, einen, in der letzten Legislaturperiode auch immerhin 2, aber niemals dadurch mit genug Kraft, um deutlich gestalten zu können. Niemals eine starke Fraktion, um klare Mehrheiten zu finden und Lösungen herbeizuführen. Die Kraft der besseren Argumente verpufft, wenn man zu wenig Stimmen hat. Die FDP Timmendorfer Strand hat sich in den letzten Monaten völlig neu aufgestellt. Ein neuer Vorstand wurde gewählt und ein neues Team mit jungen, sehr gut ausgebildeten und optimistischen Menschen hat sich bereit erklärt, für sie im Gemeinderat für wenigstens 5 Jahre zur Verfügung zu stehen. Neue und frische Gesichter, die etwas bewegen wollen, den Stillstand an vielen Stellen zu beenden. Politik und Verwaltung müssen zusammen an den Problemen arbeiten und den besten Weg für die Gemeinde finden. Fortschritt geht nur gemeinsam. Das Team der ersten 5, Live Länder, 51 Jahre alt, in Timmendorf geboren und Ihnen seit vielen Jahren bekannt. Er sitzt bereits für die FDP im Gemeinderat und tritt erneut für Sie an. Als dreifacher Handwerksmeister steht er für das Handwerk, den Mittelstand und für den Ausbau der Gewerbebetriebe. Innocenti Ginsburg ist 43 Jahre alt, gebürtig in Estland und seit über 30 Jahren in Timmendorfer Strand zu Hause. Als Kaufmann und Unternehmer nimmt er sich seit Jahrzehnten die Zeit für das Ehrenamt, den Timmendorfer Eissportverein, bei dem er gespielt hat, aktiv als Trainer der Jugend ist und auch als zweiter Vorsitzender tätig ist. Stefan Ludwig ist 33 Jahre alt, Kaufmann und im Vertrieb tätig. Seit Jahren wohnt er hier in Timmendorfer Strand, lebt, genießt und liebt diesen Ort und möchte seine ganze Kraft einsetzen, um diesen Ort für Einwohner lebenswert zu erhalten. Tom Schröder ist 19 Jahre alt, in Timmendorf aufgewachsen und hat hier sein Abi gemacht, heute im dualen BWL-Studium und kennt die Sorgen der Schulen und der Jugend sehr genau. Da wird auch sein besonderer Augenmerk in der Gemeindearbeit liegen.
Ich bin 67 Jahre alt, in Lübeck geboren und lebe seit 6 Jahren in Timmendorfer Strand. Ich bin Kaufmann und war Unternehmer, habe aber keine Fabriken mehr, bin völlig unabhängig, auch nirgendwo im Ort mit anderen Unternehmen vernetzt. Ich habe Zeit für Sie und für Timmendorfer Strand. Ich werde mich um alle Bereiche der Gemeinde kümmern, mein Schwerpunkt werden aber im Tourismus und in den Finanzen liegen. Wir 5 sind die Direktkandidaten für jeden einzelnen Wahlkreis. Aber hinter uns stehen natürlich weitere 5 Kandidaten, die viele von Ihnen kennen werden. Frau Steinhardt und Herr Herrmann sind da nur beispielhaft genannt. Alle, die ich genannt habe, sind heute Abend hier. Alle Wahlkreise sind jeweils von 2 FDP-Kandidaten. Darf ich noch den Einsatz zu Ende? Sie haben bei dieser Wahl tatsächlich eine Wahl. Weiter so wie die letzten Jahre oder endlich mal neue Gesichter, neue Ideen und neue Ansprüche in den Gemeinderat zu wählen. Dankeschön. Vielen Dank. Also wir wollen mit einer halben Minute nicht so knausrig sein. Sie haben jetzt 4 Parteienvertreter gehört und wir hören jetzt 2 Vertreter von sogenannten Wählergruppen oder Wählervereinigungen. Und wir fangen mal mit Herrn Müller von der WUB an. Schönen guten Abend. Unser Wahlprogramm liegt aus. Ich will Ihnen ein bisschen was zu der WUB erzählen, warum es sie gibt und wenn es nachher Fragen gibt, gerne an uns stellen. Erst einmal möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr Kommen. Dass so viele Bürger und Bürgerinnen erschienen sind, zeigt auch das große Interesse an den kommenden Kommunalwahl und bei der Verwaltung für die Organisation, dass dieser Abend heute stattfinden kann. Mein Name ist Andreas Müller. Geboren bin ich in Niendorf, bin gelernter Kfz-Meister und betreibe seit 1986 ein Apartmenthaus in Niendorf. Seit über 20 Jahren bin ich Mitglied der WUB und vertrete sie jetzt als Vorsitzender. Jetzt wollte ich Ihnen noch ein bisschen was zur Gründung der WUB erzählen. Im Vorfeld der Kommunalwahl 1986 war die Unzufriedenheit vieler Bürger und Bürgerinnen mit den politischen Verhältnissen in der Gemeinde Timmendorfer Strand erheblich angestiegen. Hatten doch einige politische Parteien keine Möglichkeit mehr für die Durchsetzung ihrer Entscheidungen gesehen. Es gelang den damaligen Parteien nicht, eine grundlegende, positive Veränderung der Gemeindepolitik herbeizuführen. Die Situation verlangte nach einem grundsätzlichen politischen Neuanfang. Am 06.01.1986 gründeten dann 14 Bürger und Bürgerinnen die Wählergemeinschaft unabhängiger Bürger der Gemeinde Timmendorfer Strand, kurz WUB. Der dauerhafte Bestand der WUB über nun schon 8 Wahlperioden bestätigt die Notwendigkeit ihrer Gründung. Die WUB hat die politische Landschaft unserer Gemeinde wesentlich verändert, musste doch nun bei wichtigen und schwierigen Entscheidungen offen und sachlich und mehr um Mehrheiten gerungen werden. Damals wie heute sind wir ausschließlich regional für unsere Gemeinde tätig. Hier geht es häufig um Entscheidungen, die ganz unmittelbar uns alle betreffen. Wir haben keinen Koalitionszwang und müssen uns nicht irgendwelchen parteipolitischen Zwängen unterwerfen. Wir sind 100% kommunal. Deshalb wird bei der WUB bei den Vorbesprechungen zur anstehenden Ausschusssitzung offen diskutiert, Meinungen eingeholt, abgewiegt und Entscheidungen zum Wohle aller Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde getroffen. Was mitunter nicht immer leicht ist, denn wie ein jeder weiß, hat jede Medaille 2 Seiten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen spannenden und interessanten Podiumsdiskussion. Und wie gesagt, zu unseren Zielen und Grundsätzen legen wir nachher noch Flyer aus und sind auch einige Vertreter der WUB da, die gerne ihre Fragen beantworten. Schönen guten Abend. Vielen herzlichen Dank. Auch das ist eine Fastpunktlandung. Sie hätten noch 10 Sekunden gehabt. Dann macht Herr Strümpel von der BBNP jetzt den Abschluss. Der durfte jetzt am längsten hören, was die anderen zu sagen haben und darf jetzt mit seinem Statement beginnen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie alle hier sind. Freue mich. Wir haben schon ganz viele Themen gehört und vom Prinzip her haben wir 80% Schnittmenge. Wir müssen eigentlich Lösungen finden und wir wollen die Brücken bauen, dass wir gemeinsam Lösungen und Kompromisse finden. Weil wir haben die Themen wie die anderen auch. Wir wollen Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnungsraum, auch am liebsten in Eigenregie mit einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft, wo man Teilhaber werden kann. Wir haben genug Grundstücke in unserer Gemeinde, die wir umsetzen können. Wir wollen gerne eine Bürgerkarte. Wir wollen gerne, sage ich mal, dass der Bürger wieder im Mittelpunkt steht.
Der Bürger fühlt sich in unserer Gemeinde ein bisschen verdrängt durch den Tourismus, der sehr viel Raum eingenommen hat. Auch wir wollen den Verkehrsraum sichern und auch den Fahrradweg. Da muss man eine Lösung finden. Und da gibt es einige Dinge, die den Dünenweg gut finden, aber es gibt auch viele Probleme, die man lösen muss, gerade so für Nienow Ostsee, wo man das nicht möglich machen kann. Und da müssen wir einfach eine verkehrseinheitliche Regelung finden. Wir haben Straßensanierungsstau. Wir waren vor ein paar Jahren sehr, sehr gut davor, haben sehr viele Straßen im Fokus gehabt, wo wir das gut abbekommen haben, haben das die letzten Jahre ein bisschen verloren durch Probleme, die wir auch vielleicht in der Verwaltung haben oder hatten. Wir haben den Sportstättenrückstand und auch die Schulen und Kitas, die sehr rückständig sind, wo sehr viel gemacht werden muss. Und wir haben auch den Sportstätten und den Vereinen unser Wort gegeben, dass das gemacht wird und sind eigentlich auch sehr traurig, dass es nicht vorangeht. Wir haben alle Ressourcen erweitert und wollen auch das vorantreiben, sag ich mal. Das Bürgerhaus stehen wir auch für. Das alte Kurmittelhaus ist ein Riesenthema in unserer Gemeinde. Es gibt Beschlüsse aus dem Jahr 2019, wo alle diesen Weg gehen wollen, dass wir dieses Bürgerhaus haben wollen. Wir wollen diese Gemeinschaften wieder stärken. Wir finden, dass in unserer Gemeinde das Ehrenamt und die Verbundenheit zu der Gemeinde, sage ich mal, aus dem Fokus verloren geworden ist. Und das hat unseren Ort ausgemacht. Und das hat unseren Ort auch groß gemacht. Deshalb sind die Leute auch so gerne zu uns gekommen, weil es hier heimisch war. Und das müssen wir wieder ein bisschen stärken, weil wir das ein bisschen unserer Achtung verloren haben, sage ich mal. Und die Ehrenamtler sehr, sehr schwer haben in einigen Bereichen. Wir wollen gerne E-Busse einsetzen. Alle reden im Endeffekt von, die Autos sollen stehen bleiben. Aber wir müssen erstmal Alternativen schaffen, dass wir E-Mobilität, E-Busse schaffen für die Bürger und Gäste, die vielleicht kostenlos sogar sind, damit auch dieses Angebot angenommen wird. Und es geht nachher natürlich auch weiter mit Ladesäulen, Infrastruktur und. Wir haben einen riesen Verkehrsstau. Wir sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer gewachsen durch Projekte, aber unsere Infrastruktur ist stehen geblieben. Und deshalb wollen wir erstmal die Infrastruktur auf die Beine stellen und nicht immer hinterherhecheln und die Löcher flicken, die gerissen worden sind. Wir wollen mit allen zusammen diese Probleme lösen. Das muss Kompromisse geben in allen Bereichen. Ich glaube, das kriegen wir alle gemeinsam hin. Wir sind 10 Direktkandidaten aus unserer Gemeinde. Wir sind breit aufgestellt von Einheimischen. Wir haben 29 Kandidaten insgesamt auf unserer Liste. Ich gehe gerne noch mal auf die Kandidaten ein. Wir haben im Endeffekt breit gemischt. Bei uns ist im Wahlkreis 1 Tim Schneider Kandidat. Den schaffe ich schon gar nicht. Ich habe meine Uhr mir schon angezeigt. Danke Ihnen. Ich freue mich auf die Fragen und eine nette Diskussion. Danke. Ja, vielen Dank allen Parteienvertretern. Die Profis haben schon ihre eigenen Stoppuhren auf dem Tisch liegen. Ich habe das so ein bisschen geluschert. Jetzt kommen wir alle ein bisschen mehr in Hektik. Jetzt wird es hier ein bisschen kurzweiliger und ein bisschen schneller. Ich habe hier 18 Fragen und 6 Kandidaten, Parteien und Wählergruppen. Und ich werde jetzt jeweils eine politische Vereinigung wählen und die kriegt dann dazu eine Frage. Speed Dating. 1,5 Minuten, nein, 1,5 Minuten Zeit zum Antworten. Bitte um eine schnelle Antwort, damit das Ganze ein bisschen kurzweilig wird. Und ich habe als erstes aus dem Pott gezogen die CDU. Kriegt die erste Frage. Thema Fachkräftemangel. Welche Ideen haben Sie, um dem Fachkräftemangel in der Verwaltung, der TSNT und allgemein in der Gemeinde entgegenzuwirken bzw. die Gemeinde als Arbeitgeber attraktiver zu machen? Ja, vielen Dank für die Frage. Entscheidend ist, was hier angesprochen ist, bezahlbarer Wohnraum. Also das Personal auch versuchen, hier nach Timmendorfer Strand überhaupt zu bekommen. Die Verwaltung muss natürlich entsprechend aufgestellt werden, nämlich organisiert, digitalisiert, auch interessant gemacht werden, auch für jüngere Leute. Für jüngere Leute haben wir das Konzept Vogelsang für Auszubildende Wohnraum zu schaffen. Das wäre auch eine Idee, die man finden könnte. Und im Allgemeinen eben dafür sorgen, dass die Menschen hier, die Angestellten hier, und das gilt ja nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die Tourismuswirtschaft, entsprechenden Wohnraum bekommt. Vielen Dank. Weiter geht es mit der FDP. Thema Tagestourismus. Welche Ideen haben Sie, um den Tagestourismus verträglicher zu gestalten?
Ja, mit verträglicher wird ja insbesondere auch die Lenkung gemeint, insbesondere in der hauptsaisonalen Zeit. Ich will mich mal darauf konzentrieren. Ein Thema ist schon angesprochen worden. Wir haben also die Parkraumbewirtschaftung. Wir kanalisieren den Lauf der Touristen, die zu uns kommen. Und es macht dann einen großen Sinn, tatsächlich diese Touristen direkt von den Großparkplätzen auch zu den freien Strandabschnitten zu bringen, dass sie nicht alle konzentriert auf einen Bereich gehen. Deswegen fand ich den Ansatz schon sehr gut, das mit E-Bussen zu gestalten, die dann meines Erachtens sogar einmal einen Haltestopp in Niendorfer Balkon und automatisch am Timmendorfer Platz haben sollten, dass man aussteigen kann, Eis essen und vielleicht ein bisschen shoppen auf dem Rückweg genauso. Dadurch kanalisieren wir die Touristenströme sehr genau an die Stellen, wo wir Platz haben. Als zweite große Komponente, ich glaube, ich habe noch 20 Sekunden, dass der Bahnhof erhalten bleibt. Weil wenn wir den nicht haben, ist es schwer, die Tagestouristen richtig zu kanalisieren und auch einigermaßen verbringend an den Strand zu bringen. Vielen herzlichen Dank. Weiter geht es mit BBNP. Frage. Thema Zweitwohnungen, Ferienwohnungen. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung der Nutzung von Zweitwohnungen und Ferienwohnungen und was wären hier Ihre Ziele? Also das Thema Zweitwohnungen ist die letzte Gemeindevertretung ja schon eingegangen. Da hat man ja schon Regelungen gefunden. Was früher gesetzlich nicht möglich war, hat man jetzt schon eingedämmt. Jetzt haben uns natürlich, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, dieser Ferienwohnungsrand ein bisschen überrannt. Und auch dafür sind wir bei, Regelungen zu finden, sage ich mal, und möchten auch Regelungen finden, dass diese Ausgewogenheit stattfindet, dass wir nachher nicht im Endeffekt die Ferienwohnung überwiegen. Das ist für viele Vermieter ein lukratives Geschäft, aber wir verdrängen damit natürlich die festen Wohnsitze, gerade in Kleinortschaften, in Neubaugebieten, in Kleintimmendorf, Großtimmendorf, Överdiek, Hemmelsdorf, überall wachsen diese Ferienwohnungen. Und das wollen wir natürlich eindämmen, das muss erfasst werden und dann müssen wir das auch baurechtlich regeln, dass das auch wirklich Grenzen gibt, dass es keine weiteren Möglichkeiten gibt. Und wenn Häuser verkauft werden, dass es dann auch dazu ersichtlich ist, dass es keine Ferienwohnungen werden können. Das ist eigentlich unser Statement. Danke. Vielen Dank. Weiter geht es mit der SPD. Ich glaube, das Thema wird Ihnen gefallen. Schaffung von Kindertagespflegeangeboten. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Kinderbetreuung durch Kindertagespflegepersonen, also Tagesmütter, Tagesväter, zu verbessern? Kann ich die Frage auch schieben? Nein. Nein, ich glaube, das ist ein typisches sozialdemokratisches Thema, weil es geht ja auch um soziale Gerechtigkeit. Und unsere Kinder haben natürlich auch einen Anspruch auf Betreuung. Schwierig wird es eben, vernünftig Plätze vorzuhalten. Und wir müssen selbstverständlich auch unsere vorhandene Infrastruktur der Kindertagesstätten nicht nur erneuern, sondern sicherlich auch neu bauen. Das ist wirklich eine Investition in die Zukunft. Und ein Argument, was ich gerade von der Wählergemeinschaft gehört habe, wir sind kommunal und wir haben keinen Fraktionszwang und wir sind nicht Parteisoldaten, das sind wir auch nicht. Es hat in den letzten zig Jahren hier keine Beschlüsse gegeben, die SPD durchsetzen wollte, weil das eine bundespolitische Meinung war. Der Vorteil ist bei uns, deswegen komme ich jetzt wieder zurück auf dieses Kita-Thema, ist, dass wir gut vernetzt sind. Wir sind im Kreis vernetzt, wir sind im Land vernetzt und im Bund vernetzt. Und dort können wir uns entsprechende Expertisen auch einholen, um das genau hier in der Kommune umzusetzen und diese Situation zu verbessern. Da würden wir uns auch für einsetzen. Vielen Dank. Es geht weiter. Mit den Grünen, Frau Vorkamp, Ihre Frage. Thema Veranstaltungen für Einheimische. Wie antworten Sie auf die Aussage, in Timmendorfer Strand gibt es zu wenig Veranstaltungen für Einheimische? Ich glaube, dass die TSNT sich in den letzten 2 Jahren schon sehr bemüht hat, neue Veranstaltungsformate auch zu finden für unsere Bürgerinnen. Es gibt Krimi-Lesungen, es gibt jetzt die Strandparkkonzerte, beispielsweise am 3. Mai hier unten im Park, das ist kostenlos. Es gibt auch in unserer Bücherei Lesungen mit Kindern. Viele Veranstaltungen werden durchgeführt, auch Fahrradtouren. Ich glaube, dass die den Bürgern gar nicht so bekannt sind. Und ich glaube, das ist ein Kommunikationsproblem. Wir müssen sehen, dass wir an unsere Senioren, an unsere Jugendlichen und an alle anderen natürlich auch diese Veranstaltungen gut herantragen und dass es keine Hemmschwelle gibt, die auch zu nutzen,
Auch der Sportstrand, der ist offen, dort auch Yoga oder Bauchbeine-Po oder Ähnliches auch als Bürger dort teilzunehmen. Natürlich sollte man immer im Austausch sein, welche Veranstaltungen sind gewollt und welche fehlen. Aber die Kommunikation, dem Bürger zu zeigen, dass auch die touristischen Angebote auch ihm offen sind, müssen wir, glaube ich, noch besser kommunizieren. Und da ist natürlich die TSNT der Weg, den wir gehen sollten. Vielen herzlichen Dank. Also Bauchbeine-Po finde ich ja auch immer gut, ne? Und jetzt haben wir schon das zweite Handyklingel an diesem Abend. Ich wollte bei der Anmoderation am Anfang eigentlich sagen, wir stoppen mal die Zeit, wann das erste Handy klingelt. Jetzt haben wir schon zwei. Nicht schlecht. So, weiter geht's in der Runde. Die WUP. Gucken, ob ich für Sie eine schöne Frage finde. Ja, Schaffung von Kita-Plätzen. Wie und wo stellen Sie sich vor, den Bedarf an Kita-Plätzen zu sichern bzw. fortzuentwickeln? Ja, zu sichern ist klar, dass das Quieselhaus ausgebaut werden muss. In Niendorf haben wir die Kita. Auch wenn es von einigen noch nicht gewollt ist, neue Kita-Plätze zu schaffen, im Neubau, also am Vogelsang sollte ja eine neue Kita gebaut werden. Der Waldkindergarten, den haben wir auch da. Also das sind Plätze, ich glaube, der Bedarf an Plätzen, gedeckt ist er vielleicht noch nicht ganz, aber der wird geschaffen und wir sind froher Dinge, dass wir das alles hinbekommen. Das war's. Vielen Dank. So, wir sind einmal durch. Ich glaube, jeder war schon mal dran. Jetzt sind alle wieder im Pott. Und es geht um die nächste Fragerunde. Wir haben ja noch ein paar mehr Fragen für Sie. Herr Eckert ist wieder dran. Eins. Auch ein schönes Thema. Weiterentwicklung der Gemeinde Timmendorfer Strand als Schulstandort. Sollten Ihrer Meinung nach Schulstandorte zusammengelegt oder sollten sie einzeln weiterentwickelt werden? Das ist ein absolutes Reizthema bei uns in der Gemeinde und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Es gab Diskussionen in der laufenden Wahlperiode, indem man das OGT und die GGS Strand zusammenlegt und dass man an der GGS Strand eine gymnasiale Oberstufe einführt. Da sind wir kein großer Freund von und ich denke, wir sollten beide Schulstandorte eigenständig lassen, beide als eigene Marke weiterentwickeln. Das sollten wir nicht gefährden und beide Standorte wirklich stärken. Die GGS Strand und auch das Ostseegymnasium. Da gibt es eigentlich für uns kaum eine weitere Diskussion. Neubau sicherlich auch, ja. Vielen Dank. Ich muss hier, glaube ich, noch was zur Erklärung sagen. Ich bin nicht wahlberechtigt in Timmendorfer Strand. Das heißt, sprechen Sie nicht immer alle zu mir. Sprechen Sie zu Ihren Wählern. Die Grünen sind schon wieder dran. Thema Kurmittelhaus. Wie würden Sie das politische Streitthema seit 18 Jahren ungenutztes Kurmittelhaus lösen wollen? Ich glaube, innerhalb der Grünen war das nie ein politisches Streitthema, sondern es war immer so, dass wir gesagt haben, wir müssen diesen Standort nutzen, sei es für einen Kindergarten oder ein Bürgerhaus. Es gab aber immer wieder Bestrebungen von einer Fraktion, die gesagt haben, da können wir noch was viel Tolleres machen. Wir finden da noch jemanden, der baut da ein großes Hotel oder wir finden da noch jemand anderen, der uns das abnimmt. Nein, Pustekuchen war nicht der Fall. Deswegen gab es nämlich nie eine Einigung. Vielleicht sollten wir uns jetzt einfach mal ganz klar darauf fokussieren, dass wir schauen, das ist ein Grundstück, das gehört der Gemeinde. Welche Bedarfe haben wir in der Gemeinde? Dass wir dort etwas umsetzen, was unseren Bürgern zugutekommt. Und ich hoffe einfach auch, dass wir in der nächsten Gemeindevertretung das endlich schaffen, nicht immer zu denken, da kommt noch jemand Tolleres und macht dann noch was Tolleres. Meistens waren das nämlich beim Kurmittelhaus touristische Ideen, die dort kamen, sondern klar zu sagen, was brauchen wir hier und wie können wir diesen Raum und diesen Platz nutzen. Vielen Dank. Und weiter geht's im Text. Wie fische ich denn da mal heraus? Herrn Freitag. Den hatten wir doch schon mal, die Frage.
Tourismusakzeptanz. Was sagen Sie zu der Aussage, Timmendorfer Strand leidet unter Overtourism? Was auch immer damit zu verstehen ist. Ich verstehe, dass das zu viele Touristen im Ort sind. Und das kann man steuern. Also wenn es um Tagestourismus geht, würde ich eine Steuerung anraten, zum Beispiel mit einer bestimmten Anzahl von Parkplätzen. Man kann auch die Situation um die Hotels ein Stück weit verändern. Zu Tourismus gehört auch die Situation um Ferienhäuser, um Ferienwohnungen. Und da sind wir uns alle ziemlich einig, dass die eingedämmt wird, auf jeden Fall eingedämmt wird. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir sagen, eine zeitliche Eindämmung sofort auf null. Und wir müssen natürlich entsprechend auch den Verkehr dabei berücksichtigen, wie wir auch den Erhalt der Bäderbahn, andere Verkehrsprojekte, die wir haben, und um ihn zu reduzieren, würde ich ganz einfach vorschlagen, dass wir den Tagestourismus an erster Stelle nehmen und an zweiter Stelle oder an weiteren Stellen uns dann die Situation anschauen, die es am Strand gibt, also wie viel Strandflächen haben wir möglich. Und es muss ein Einklang, das habe ich ja schon mal im Eingangsstatement gegeben, zwischen Tourismuswirtschaft auf der einen Seite und den Bürgern geben. Und ich glaube, so ist auch die Frage ein Stück weit gemeint. Also ich würde in erster Linie den Tagestourismus steuern. Vielen Dank für diese Antwort. Weiter geht es mit der WUP. Thema Inklusion. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Maßnahmen, Aktionen, um dem Thema Inklusion, Teilhabe für alle Rechnung zu tragen? Ja, Inklusion, in erster Linie, dass wir auch unsere Schulen dementsprechend umbauen oder umbauen lassen, dass auch wirklich alle Bevölkerungsschichten dort Akzeptanz finden. Inklusion, was machen wir noch mit der Inklusion? Ne? Inklusion, also auf unsere Straßen, Fußgängerüberwege, die Fußwege, die haben wir jetzt ja auch schon mit diesen Streifen gemacht für sehbehinderte Leute. Das muss ausgebaut werden. Die Schulen, das hatte ich ja schon angesprochen, die Zugänge zum Rathaus. Das muss alles so gestaltet werden, dass auch jeder Mensch mal Zugang dort haben kann. Was haben wir noch? Schüler mit moderner Perspektive. Der Verkehr muss natürlich dementsprechend auch geführt werden. Und Inklusion. Ja, das war es eigentlich, ne? Inklusion. Vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter mit BBNP. Herr Strümpel, Ihre Frage. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei der großen Quizshow, ne? Parkraumbewirtschaftung. Welche Ideen haben Sie denn für die Parkraumbewirtschaftung? Also Parkgebühren, Parkung lenken. Also wir haben dieses ja mitgetragen, diese Parkraumbewirtschaftung, weil wir einfach auch glauben, dass das schon der erste Lenkungsprozess ist, dass wir damit viele Leute, die dann einfach nur nach Timmendorf gekommen sind, weil sie umsonst geparkt haben, da erstmal schon einen Riegel vorgeschoben haben. Wir hätten uns sehr gewünscht, sage ich mal, dass man diese Parkausweise für die Einheimischen anders regeln kann. Das geht gesetzesmäßig leider nicht. Deshalb hat man sich darauf verständigt, dass man diese Parkausweise für die Einheimischen von der Gebühr runtersetzt, als wie ursprünglich geplant, und natürlich auch für die Mitarbeiter. Wir sind aber trotzdem noch dafür, dass wir weitere Parkplätze schaffen müssen, gerade für Mitarbeiter oder auch für Einheimische, die Sportvereine oder Schultermine haben, die für die Eltern, die ihre Kinder zum Sport bringen. Da müssen wir noch Lösungen finden. Da sind auch schon
Gedankenspiele da mit Parkraum auf Parkflächen, auf Parkdecks und sonstigen Möglichkeiten. Das müssen wir einfach ein bisschen regeln noch auf unseren Großparkplätzen, dass wir da noch Raum schaffen, dass wir den Verkehr auch dann aus dem Ort freihalten. Aber sonst begrüßen wir die Parkraumbewirtschaftung schon, weil es ist auch eine riesige Einnahmequelle für die Gemeinde. Wir müssen den Parkraum schaffen, bauen, pflegen und unterhalten. Und das geht sonst von den Steuergeldern, von den Einheimischen ab und fehlt uns in anderen infrastrukturellen Dingen, wo uns das Geld dann fehlt. Danke. Vielen Dank. Und als letztes die FDP, Herr Czajka. Ihre Frage? Erschließung Goosnest in Niendorf. Was soll mit dem Gebiet aus Ihrer Sicht passieren? Kann ich diese Frage schieben? Sie können ja einen Telefonjoker nehmen. Doch, ich habe darüber gelesen. Aber es ist wirklich ein Fall, der, sag ich mal, schon ein bisschen geschrieben wurde, seit geraumer Zeit drüber. Man hat das mitgelesen, aber dadurch, dass ich nicht in den Bauausschüssen mit enthalten bin oder Inhaber bin, bin ich vielleicht nicht so im Thema. Aber das, was ich dazu sagen kann, will ich natürlich tun. Ich weiß, dass es also an den Hermann-Kröger-Ring rangeht und dass es also auf dem Bereich ein relativ tiefes Baugebiet ist, was auch ein Wasserproblem vielleicht mit sich trägt, wo also hohe Aufwendungen getätigt werden müssen, um daraus ein Baugebiet zu machen. Ich habe auch gehört darüber, dass die Anbindung nicht so einfach ist, sei es, weil das dann irgendwo auch an Rathekau rangeht. Ich bin aber nicht so im Thema, aber ich denke, ist es wirklich das einzige Baugebiet, in dem wir uns hier beschäftigen müssen. Du hast gerade gesagt, es gibt viele andere Möglichkeiten. Ein Baugebiet, das also, sage ich mal, vielleicht auch bei der Bevölkerung ein Problem mit sich zieht, was vielleicht auch sehr aufwendig ist, wo man nicht genau weiß, ob man das hinbekommt mit großen Drainagen. Deswegen würde ich eher vorschlagen, Konzentration auf Baugebiete, die etwas durchsichtiger sind, besser planbar sind und vielleicht insgesamt besser in die gesamte Stimmungskultur passt. Vielen Dank. Wir machen weiter mit... Nochmal, Sie sind nochmal dran. Ich habe nicht richtig gemischt, offenbar. Sie dürfen nochmal. Hat Ihnen gefallen, ne? Überalterung der Gemeinde und Attraktivitätssteigerung für Jugendliche. Wie wollen Sie Jugendliche in der Gemeinde halten bzw. junge Menschen nach Timmendorfer Strand locken? Wir haben ja nach wie vor auch Geburten in diesem Ort. Das heißt, in erster Linie muss man sie erstmal halten hier. Und deswegen finde ich also den Ansatz auch sehr gut, dass wir nach wie vor stark daran arbeiten, unsere sehr gut ausgebildeten Schulen, die wir haben, mit dem gesamten Schulsystem bis hin zum Gymnasium, dass wir die entsprechend stark machen. Und wie die gestrige Begehung gezeigt hat, ist da dringend was zu tun. Also in erster Linie die Ausbildung hier vor Ort stark zu machen. Im zweiten Schritt geht es in erster Linie darum, dass die Jugendlichen dann auch hier eine Ausbildungsstelle bekommen und hier vor Ort bleiben und dass sie strategisch dann auch wieder zurückkommen, wenn sie dann in die große Welt gehen. Und das heißt natürlich, wir müssen hier Arbeitgeber schaffen, Flächen schaffen, auch junge Menschen hier zu halten, sie attraktive Standorte schaffen. Ich weiß, dass in anderen Gemeinden, in größeren Städten vielleicht, aber warum nicht hier auch zum Beispiel ein freier Raum im Bürgerhaus oder wo es auch immer, wo man eine Art Ideenfactory einrichten kann für junge Menschen, die also nach ihrem Studium gerne sich selbst verwirklichen wollen und Ideen. Das kann man auch gemeinlich unterstützen. Dafür findet man auch Sponsoren, teilweise auch Unternehmen. Zum Thema Überalterung. Das ist ein Prozess, den wir natürlich automatisch haben, dass unsere Damen und Herren, die Timmendorfer Strand über Jahrzehnte mitgeprägt haben, hier auch in Würde und vernünftig untergebracht werden müssen. Das heißt, wir müssen für entsprechende Vorsorge schaffen. Wie der aktuelle Stand da jetzt ist, weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass die Pflegeheimeinrichtungen und andere Dinge, die wir hier in der Region haben, bei weitem nicht ausreichen und dass wir da nachschieben müssen. Das sind Projekte, die wir auf der einen Seite, was die geburtenstarken Jahrgänge angeht und überhaupt die jungen Leute, aber auch natürlich für unsere älteren Mitbürger Vorsorge tragen müssen. Vielen Dank. Weiter geht es. Ich habe mal ein bisschen gemischt, damit das hier ein bisschen fairer ist. BBNP. Haben wir die Kita-Plätze schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Zweimal schon, ne? Genau, dann kriegen Sie jetzt eine andere Frage. Das ist schön. Eine meiner Lieblingsfragen. Wie stehen Sie zu einem Wohnmobilstellplatz, einem richtigen Womopark für Timmendorfer Strand?
Also da stehen wir eigentlich ganz aufgeschlossen zu. Wir brauchen nur einen geeigneten Platz. Also es gibt in der Gemeinde schon, sage ich mal, ganz viele Gedanken dazu. Bloß es gibt keinen richtigen Platz, der dafür geeignet ist. Das ist ein Publikum, was heute ja auch ein hochwertiges Klientel ist. Dieses Campingplatzniveau ist das nicht. Also wir haben schon Gebiete ins Auge gefasst. Man hatte schon Anfragen, aber ich würde das begrüßen. Wir haben selbst einen Gedankengang in der Politik gehegt, der Ende Niendorf ist. Aber wir würden das begrüßen, dass wir einen vernünftigen Platz haben, der vernünftig ausgebaut ist. Der ist, glaube ich, eine Bereicherung für unseren Ort. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Freitag. Verkehrskonzept oder Mobilitätskonzept? Welche Maßnahmen haben für Sie die höchste Priorität in Sachen Mobilität? Ja, wir sind ja eigentlich in einer Mobilitätswende. Denn in der ganzen Energiefrage, und da komme ich auch ein bisschen her, stellt sich doch heraus, dass Gewinner eigentlich das Fahrrad ist in dieser Wende. Und deswegen muss man Konzepte entwickeln im Ort, für Timmendorfer Strand auch für das Fahrrad. Und da haben wir entsprechende Anträge auch für gestellt. Mobilität ist aber auch das, was lange diskutiert ist und wir sind froh darüber, ist nämlich der Erhalt der Bäderbahn gehört ebenfalls dazu. Dafür kämpfen wir als CDU auch sehr stark. Wir haben jetzt sogar Unterstützung von der CDU aus Hamburg bekommen, dass sie unbedingt erhalten bleibt. Das wäre also ein zweiter Baustein, den wir unbedingt hier in Timmendorfer Strand benötigen, trotz aller Diskussionen, die es gibt. Und wir brauchen ein vernünftiges Verkehrskonzept, denn mich sprechen ganz viele Bürger an, dass als Beispiel der Parksuchverkehr im Ort ist. Dadurch, dass jetzt die Parkplätze was kosten, suchen die unsere Gäste sozusagen nach irgendwo einer kostenlosen Möglichkeit. Und der Parksuchverkehr, das hören wir verstärkt aus den Nebenstraßen, dass das organisiert wird. Wir sind für ein vernünftiges Parkraumbewirtschaftungskonzept und da eingehend eben auch für eine intelligente digitale Lösung für Verkehrsflüsse. Und das kann man heute auch sehr gut machen. Vielen Dank. Wir kommen sozusagen auf die Zielgerade. Ich habe hier die WUP nochmal. Auch ein ganz wichtiges Thema. Übrigens in allen Gemeinden, das stellen wir fest, wenn wir uns die Parteiprogramme und wenn wir uns die Themen so angucken, auch in anderen Gemeinden. Sozialer und bezahlbarer Wohnraum. Wie möchten Sie den Bedarf an sozialem, bezahlbaren und freiem Wohnraum in der Gemeinde decken? Und vielleicht noch ein kleiner Nachsatz, mit besonderem Blick natürlich auf diejenigen, die hier arbeiten, in Klammern müssen oder arbeiten dürfen. Ja, bezahlbarer Wohnraum steht ja bei allen Parteien mit auf dem Parteiblatt. Wir haben ja auch in den letzten Jahren zahlreiche neue Wohngebiete geschaffen, besonders in Niendorf, das letzte Wohngebiet. Unter anderem sollte ja auch das Großnest dazu benutzt werden, dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wenn neue Baugebiete erschlossen werden durch die Gemeinde, dann ist natürlich auch immer dort ein sogenanntes Punktesystem eingeführt worden, dass dort Familien mit Kindern vorrangig sind, Familien, die sich die im Ort arbeiten, die sich ehrenamtlich engagieren, sei es in der Feuerwehr oder in anderen Hilfseinrichtungen, die sind dann bevorzugt, um dort diesen Wohnraum zu erwerben. Und natürlich achten wir auch, wird von der Politik darauf geachtet, dass dort auch sogenannter bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Also mehrere Wohnungen, Wohnblöcke, bezahlbarer Wohnraum, sozialer Wohnraum. Und die Neubaugebiete, die wir haben ja nur das Hinterland nach vorne, können wir uns schlecht ausbreiten. Aber einige Gebiete haben wir ja noch, unter anderem zählt ja auch der Vogelsang dazu oder nach Groß-Timmendorf raus. Man sucht überall Wohnraum und dort wird, wie gesagt, nach einem Punktesystem für Familien
der Wohnraum bevorzugt abgegeben. Vielen Dank. Wir kommen zu den letzten beiden. Herr Eckert. Ja. Sportstättenentwicklung. Wie stellen Sie sich die Sportstättenentwicklung kurz-, mittel- oder langfristig vor? Wobei kurz-, mittel- und langfristig in anderthalb Minuten ist vielleicht ein bisschen knapp, aber das stimmt. Gucken Sie mal, wie weit Sie kommen. Ich versuch's mal. Ja. Vorhin Sekunden eingespart, die hole ich jetzt wieder ein. Also Sportstättenentwicklung kurzfristig ist, glaube ich, relativ einfach. Wir müssen das, was wir haben, sprich Kunstrasenplätze etc., müssen wir sanieren. Das ist relativ schnell zu machen. Mittelfristig würde ich mal auslassen, aber langfristig ist ganz, ganz wichtig. Wir haben eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, zusammen mit dem NTSV, mit dem Sportverein, in dem wir politische Vertreter, Vertreter aus dem Rathaus haben und dem Verein eben, in dem wir ein Konzept entwickeln, was sich auch an den Schulstandort koppelt. Also es muss einhergehen und wir müssen sehen, ob wir einen Sportplatz drehen, ob wir das Gebäude der Schule abreißen und neu bauen oder nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig und Michael Strümpel hat vorhin gesagt, wir stehen im Wort bei den Vereinen. Wir haben uns alle committed, alle Parteien und Wählergemeinschaften, wie sie hier sind, dieses Thema wirklich nach vorne zu bringen. Und das müssen wir dann auch wirklich tun. Und das wird jetzt in diesem Arbeitskreis auch in der neuen Wahlperiode entwickelt und dann sukzessive in dem entsprechenden Ausschuss oder Ausschüssen behandelt. Und es brennt mir in der Seele beim Thema Inklusion. Auch das müssten wir natürlich voranschreiben. Wenn ich den Ball nochmal aufnehmen darf von Andreas Müller, das muss inklusiv sein, das Ganze. Teilnahme ist es nicht. Sie haben es richtig gesagt, Frau Pioni, es ist Teilhabe. Und da haben wir so viel zu tun. Das hat auch mit Sportstätten zu tun, dass wir die so entwickeln, dass auch Menschen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen tatsächlich teilhaben können. Das fängt an bei einem EC-Automaten, ob der Rolli quasi dann da, ne, wenn er sein Geld abheben möchte, ob er da aufstehen muss, was er nicht kann. Ganz, ganz viele Sachen. Und gerade bei den Sportstätten, finde ich, sollen wir auch ein Angebot für solche Menschen anbieten. Danke. Das war jetzt ein Parforce-Ritt, das muss ich zugeben. Letzte Frage an Frau Vorkamp. Und ich versichere Ihnen, das war jetzt nicht getürkt, gemacht, getan oder irgendwie, sondern das war jetzt wirklich purer Zufall, weil das ist eine klassische Frage für Sie. Alle reden im Moment über Klimaschutz. Wie kann denn Klimaschutz kommunalpolitisch funktionieren und den Timmendorfer Strand? Was können Sie dafür tun? Ich glaube, Klimaschutz fängt in ganz einfachen Maßnahmen an. Wir haben damals in Niedendorf einen Supermarkt gebaut und der sollte ein Gründach bekommen, weil das ist bienenfreundlich, dort hat man eine Artenvielfalt. Im Bauausschuss wurde das dann seitens der CDU abgelehnt, aus dem Grund, weil es ist auch irgendwie unordentlich und dann rupfen da die Vögel was raus. Ganz viele Maßnahmen für den Klimaschutz sind einfache Maßnahmen. Und natürlich haben wir festgestellt, dass wir zukünftig auch dahin gehen müssen, dass wir gerade die öffentlichen Gebäude einfach sanieren und so ausstatten, dass die klimaneutral, energiesparend saniert werden und modernisiert werden. Aber auch gewisse Vorgärten. Ich habe zum Beispiel auch ein Projekt, das ist, glaube ich, in Stockelsdorf, die haben einen Preis ausgerufen für einen bienenfreundlichen, artenvielfältigen Vorgarten. Bei uns in Timmendorf fährst du durch die Straßen und alles, was da ist, sind eigentlich Parkplätze für die Ferienwohnungen, die dahinter sich gestalten. Das heißt, wir müssen in kleinen Maßnahmen, das sind nämlich kommunale Maßnahmen, und in großen Maßnahmen, das sind aber welche, die oftmals schon vorgegeben sind. Wenn ein Haus saniert wird oder ähnliches, gibt es klare Vorgaben vom Bund, die umgesetzt werden müssen, wie dieses Haus klimaneutral saniert wird. Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir jetzt sozusagen mit der Schnellraterunde durch. Und jetzt sind Sie am Zuge. Gibt es denn aus dem Publikum Fragen, wenn Sie Fragen haben? Da hinten winkt schon jemand. Sie kriegen gleich ein Mikrofon und es wäre super, es ist nicht zwingend hier, es ist nicht Pflicht, aber wenn Sie vielleicht Ihren Namen sagen und vielleicht auch aus welcher Dorfschaft Sie kommen und dann Ihre Frage formulieren und sagen Sie uns bitte, an wen die sich richtet. Sie sehen gar nicht so aus. Ja, ich sehe nicht so aus, bin aber trotzdem sogenannter Erstwähler, weil ich jetzt meinen Erstwohnsitz hier nach Timmendorf verlegt habe. Nach Jahr und jahrzehntelanger Zweitwohnsitz.
Ein Vertreter, Herr Strümpel, ja, hat bei seiner Vorstellung gesagt, hier gibt es praktisch eine Mischung von 80%, ein Mischverhältnis praktisch der Meinung der gleichen Ansichten der Parteien. Ich möchte immer gerne was mit nach Hause nehmen. Und zwar möchte ich von jedem Vertreter oder Vertreterin gerne ein Wort mit nach Hause nehmen. Was ist Ihr absolutes Alleinstellungsmerkmal? Mir reicht wirklich ein einziges Wort. Aber es dürfen vielleicht auch zwei oder drei sein. Wir fangen einfach ganz rechts an bei Herrn Eckert. Drei würden mir auch einfallen, eins reicht. Verlässlichkeit ist uns ganz wichtig. Das, was wir sagen und tun, da stehen wir zu. Und weiter im Text, Ihr Nachbar. Ja, ich will jetzt nicht das FDP-Buch runterbeten, aber Kompromissbereitschaft und zielorientiertes Denken, wenn Sie das wollen, worum es Ihnen jetzt geht, ich weiß nicht, wo Sie jetzt gerade stehen, ich sehe Sie jetzt nicht, ist es das, was Sie wollen, wie solche Attitüden, oder wollen Sie jetzt Programme, Inhalte haben? Wir möchten gerne wieder den Bürger in den Vordergrund stellen. Deshalb unsere Bürgerkarte, diese Bürgerbusse, die für andere Aktivitäten genutzt werden können. Unser Bürger muss wieder im Mittelpunkt kommen, sage ich mal. Es wurde vorhin auf die Veranstaltung gesprochen. Früher haben die Veranstaltungen die Ehrenamtler gemacht, die Fischer, die Sportvereine. Das waren Veranstaltungen, da haben die Heimischen sich wohlgefühlt. Und da sind auch die Gäste zugekommen. Und da müssen wir wieder hin zurück. Nur so kriegen wir auch wieder eine Verbundenheit in unsere Gemeinde rein. Danke. Wir Grünen stehen klar für den Schutz und den Erhalt unserer natürlichen Stärken. Das ist nämlich der Strand, das ist unsere Natur und die Zukunft unserer Kinder, dies auch zu erhalten und nicht zum Ausverkauf machen zu lassen. Ja, bei uns natürlich ganz klar Verlässlichkeit, Klarheit und strukturiertes Handeln. Ja, und für uns Entscheidungen treffen und, was ich gesagt habe, anpacken für die Bürger. Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Mutige vor, hier ist ein Herr. Dankeschön. Mein Name ist Bernd Kort, ich wohne hier in Timmendorf seit 2 Jahren, genau wie der andere Herr dort. Viele Jahre als Zweitwohnsitz gehabt. Was mich wundert, ist, dass hier über ganz vieles Wenn und ich würde und ich könnte und wir sollten vielleicht gesprochen wird, aber die vielen kleinen Dinge, die es hier ausmachen, die im Magen sind, die die Bürger betreffen, die es für die Bürger einfacher macht, ganz einfach. Wir haben Straßen, das ist eine Katastrophe, nicht nur die Hauptstraßen, sondern auch die Nebenstraßen. Wir eiern rum bei dem Fahrradfahrverbot auf der Promenade. Wir haben Verordnungen oder Anordnungen, die nicht umgesetzt werden. All diese Dinge beschäftigen den Bürger. Und hier habe ich heute Abend nichts, aber auch gar nichts dazu gehört, dass diese Dinge schnell und unkompliziert mit machbaren Lösungen, die nicht auf 20 Jahre ausgelegt sind, sondern die schnell gelöst werden können, dass diese hier angesprochen worden sind. Und das würde ich mir wünschen. Vielen Dank für die Frage. Die deckt sich auch mit Fragen, die im Vorwege online eingegangen sind. Es gab ja vorher einen Aufruf, wer Fragen hat für diesen Abend, möge sie bitte an die Gemeinde stellen. Genau diese Frage nach dem Zustand der Straßen ist auch da gekommen. Und weil das offenbar viele Menschen bewegt, machen wir eine kurze Runde. Wie wollen Sie denn die Straßen in Timmendorfer Strand auf Vordermann bringen? Und diesmal fangen wir auf der Seite an. Ja, erstmal auch vielen Dank für die Frage. Es ging ja nicht nur um Straßen, überhaupt, wie wir hier zu Rande kommen mit kleinen Themen. Und wir haben es angesprochen, ich habe hier vorbereitet im Grunde genommen viel mehr Themen, die Sie auch vielleicht hören wollen von den unterschiedlichen Parteien, die wir dann hätten diskutieren, aber dazu bräuchten wir eben mehr Zeit. Und bei den Straßen gibt es eben, dass wir einen Straßenzustandsbericht schon seit Jahren anfordern. Der wurde teils auch abgeliefert, teils aber eben auch nicht.
Und wir müssen daran, wir müssen im Grunde genommen im Investitionsplan, da sind viel zu wenig Maßnahmen für diese Straßen entwickelt worden, da müssen wir gemeinsam ran. Wir haben auch die Bürger schon aufgefordert, auch zu nennen, es sind ja selbst kleine Schlaglöcher oder gucken sich den Zustand der Fahrradstraße an. Für mich ist es kein Ort, womit man vernünftig mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist einfach unzugänglich und hier werden oftmals Dinge im Vorhinein gemacht. Die Reihenfolge muss anders sein, die Straßen müssen als erstes saniert werden und dann können wir auch Straßenkonzepte und Ähnliches entwickeln. Und da müssen wir alle gemeinsam ran. Gut, vielen Dank. Bitte. Ja, was ich, gut, das Thema Straßen. Ich glaube, der Auftrag für die Strandstraße ist endlich rausgegangen. Also die Strandstraße Niendorf sollte oder soll noch vor dem Sommer fertig gemacht werden, vom Mückenwald bis zum Hafen hin. Dass dort ein Investitionsstau oder ein Nachholbedarf ist bei unseren Straßen, ist bekannt. Aber die Verwaltung ist bemüht, jetzt dort Abhilfe zu schaffen. Gelder sind eingestellt worden und die Straßen sollen jetzt sukzessive gemacht werden. Also besonders erstmal die Strandstraße in Niendorf, wenn man sich die vom Mückenwald bis zum Hafen anguckt. Das ist eine Fahrradcrossstraße geworden. Ne? Also wie gesagt, sie soll noch vor dem Sommer gemacht werden. Ich glaube, es geht hier gar nicht darum, dass das ein politisches Problem ist, sondern es ist ein Umsetzungsproblem. In jedem Haushalt sind Straßen aufgeführt und mit Prioritäten versetzt worden, dass diese saniert werden. Auch in diesem Haushalt ist die Strandstraße, Friedrich-August-Straße, Teile der Poststraße. Leider kommt es oftmals nicht dazu, dass entsprechend das seitens der Verwaltung abgearbeitet werden kann aufgrund der Kapazitäten. Das muss man einfach leider so sagen. Trotzdem muss ich ein ganz großes Lob auch an den Bauhof aussprechen, weil mittlerweile ist es wirklich toll, Sie können digital per E-Mail oder per Anruf dort einen Mängel ansprechen. Und wenn dort ein Loch ist, sind die innerhalb von 48 Stunden oder 24, habe ich sogar erlebt, da und machen das. Das ist immerhin kurzfristige Beseitigung eines Mangels. Das ist in der Verwaltung an Fachpersonal durch Corona, an anderen Problemen mangelt. Ich glaube, das ist kein politisches Problem. Jede Partei ist für die Sanierung der Straßen. Es geht nicht darum, dass die SPD das nicht will oder ich nicht will. Ich glaube, da sind wir uns alle d'accord. Es muss abgearbeitet werden. Danke. Aufschreiben, damit Sie Antwort vom Bau bekommen. Ich habe es in der Friedrich-August-Straße ganz anders erlebt. Da ist es wirklich zeitnah gewesen. Das tut mir dann leid, wenn da vielleicht etwas passiert ist, aber ich glaube, Sie finden heute Abend auch noch Ihren Ansprechpartner, der sich dessen annimmt. Genau, also tatsächlich ist natürlich für die Beseitigung von Schlaglöchern nicht die Kommunalpolitik zuständig und auch nicht die Damen und Herren, die sich jetzt hier für die Gemeindevertretung bewerben. Aber sie sind dafür zuständig, das Geld bereitzustellen für Straßensanierungen und Verbesserungen des Straßenbelages. Ich habe Sie gesehen, aber lassen Sie einmal noch die Runde zu Ende zum Thema schlechte Straßen oder nicht gut gepflegte Straßen oder wie Straßenzustand zu Ende gehen. Da komme ich auch gerne nochmal drauf zurück, das habe ich vorhin schon erwähnt. Wir waren vor Jahren wesentlich besser davor. Da wurde jedes Jahr eine Straße saniert. Und da müssen wir wieder drauf zurück. Wir haben in den letzten 5 Jahren sehr große Veränderungen und hin und her in der Verwaltung gehabt, durch wechselnde Bürgermeister, durch Zuständigkeiten. Und die Personen, die das vor 10 Jahren gemacht haben, sind jetzt wieder auf ihren Posten zurück. Und wir sind der Hoffnung, dass jetzt diese Projekte wieder angegangen werden, weil, wie Frau Vorkomm schon sagt, wir haben jedes Jahr eine Straße gemacht und wollen es auch in Zukunft und wollen auch rechtzeitig sanieren, damit es gar nicht erst eine Vollsanierung wird, sondern die Flächen müssen in Klein-Timmendorf, Hauptstraße, in Niendorf, überall angegangen werden, damit es gar nicht so ein Hexenwerk ist, das nachher instand zu halten. Denn die Strandstraße in Niendorf sollte schon vor 1,5 Jahren eine neue Decke bekommen und bekommt sie zum Glück hoffentlich jetzt in den nächsten 5 bis 6 Wochen. Danke.
Also ich will jetzt nicht auch wieder über die Straßen sprechen. Wir kennen die Straßen alle hier und ich bin ganz bei Ihnen. Aber ich denke, das, was Sie sagen, ist auch eher exemplarisch gemeint. Exemplarisch für viele Dinge, die in den letzten 5 Jahren von der Politik, und wir stehen ja hier als Politik, in erster Linie nicht umgesetzt werden konnte. Und das ist auch der Ansatz für uns anzutreten, um genau zu versuchen, das durch neue Mehrheiten besser beeinflussen zu können. Es gibt viele Beispiele. Straßen ist ein Thema. Es wird einfach verlagert in den Ausschüssen. Es gibt das Thema, sei es mit dem Fahrradweg, was erst so gekommen ist, weil die Politik es aus der Hand gegeben hatte und der Kreis letzten Endes entscheiden hatte. Es gibt das Beispiel mit der Parkraumbewirtschaftung, die nicht zu Ende gedacht wurde und wir das Chaos haben auf den Anwohnerstraßen, weil diese Dinge in irgendeiner Weise in kleinen Fällen die eine Partei eben nicht einverstanden war mit der anderen Partei und sich dadurch eben auch keine Schnittmengen ergeben haben. Und das führt dazu, dass wir Stillstand haben. Stillstand seit geraumer Zeit und das nicht erst in den letzten 5 Jahren, sondern auch schon länger. Wir als FDP können es alleine nicht verändern, das ist vollkommen klar. Wir sind gemeinschaftlich da und wir sind alles ehrenamtliche Politiker und keiner meint das hier schlecht für den Ort. Alle machen das mit großer Leidenschaft und haben meinen größten Respekt. Das ist so. Und ich will auch niemals von jemandem schlecht reden. Es geht einfach so, dass wir die Verhältnisse in den Mehrheiten so ändern müssen, dass wir mit vernünftigen Überständen, ich nenne es immer Koalition der Vernunft schaffen, um letzten Endes mit Augenmaß dieses Unternehmen Timmendorfer Strand schneller nach vorne zu bringen, als es in den letzten 5 Jahren passiert ist. Ja, dann auch noch ein Statement von mir. Ich bin froh, dass Sie erst vor 2 Jahren den Zustand hier der Straßen gesehen haben. Denn wenn ich 4, 5 Jahre zurückdenke, dann sind Sie vom Ort durch Klein-Timmendorf gefahren, haben Sie hinterher eine Reifenpanne gehabt. Solche Schlaglöcher waren dort in Klein-Timmendorf. Das ist mittlerweile behoben worden. Das soll nicht heißen, dass es jetzt alles schön ist, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es liegt daran, und den Schuh sollten wir alle 6 Wählergemeinschaften und Parteien uns anziehen, dass wir auch viel zu viel einfach der Verwaltung zumuten. Wir haben immer wieder Anträge, immer wieder neue Projekte und kippen ein und kippen ein und kippen ein. Und die Verwaltung hebt regelmäßig auch die Hand und sagt, das können wir nicht mehr abarbeiten. Wir sehen das daran, dass die Haushaltsgelder, die eingestellt sind, dass die am Jahresende gar nicht ausgegeben worden sind, weil das nicht abgearbeitet wurde. Das Gleiche ist das Thema auch mit den Fahrrädern auf der Promenade. Das war eine verkehrsrechtliche Anordnung des Kreises, wo wir nichts gegen machen konnten. Die mussten wir akzeptieren. Jetzt müssten wir aber eine Lösung präsentieren. Und das ist die wir jetzt haben, die für mich nur eine Übergangslösung ist. Ich finde es dramatisch, als Radfahrer durch den Ort zu fahren und liege fast auf der Haube bei einem Auto, weil wir entgegen der Fahrtrichtung fahren. Genauso, wenn ich mit dem Auto reinfahre, der Fahrradfahrer mir fast bei mir auf der Haube liegt. Das ist ein Thema, was wir dringend machen müssen, aber das ist nicht schnell gelöst. Wir müssen hier mit den Naturschutzbehörden sprechen. Wir haben lange, lange Wege, auch gerade wenn die öffentliche Hand quasi ausschreiben muss etc. Ich bin Unternehmer in der freien Wirtschaft. Ich kann heute einen Beschluss fassen, der wird morgen umgesetzt. Aber das ist in dieser Konstellation leider etwas schwieriger. Und da bitte ich ein bisschen um Verständnis. Wir verzögern aber nicht absichtlich. Danke. Ja, vielen Dank für diese Runde. Sie haben was zu diesem Thema? Also zum Thema Verkehr. Mich stört an der ganzen Diskussion, dass man, Michael von Schmude, wir wohnen an der Wohlburgstraße. Mich stört an der ganzen Diskussion eins. Es geht ums Auto, es geht ums Fahrrad. Niemand denkt an die Situation der Fußgänger. Und ich will mal deutlich machen, der Fußgänger ist das schwächste Glied in der Kette der Verkehrsteilnehmer. Und dieses schwächste Glied wird nicht genügend berücksichtigt. Wir erleben tagtäglich, dass die Radfahrer mit einer Affengeschwindigkeit mit ihren E-Rädern durch Timmendorf fahren. Wir erleben, dass auch die Autos, da wo 30 Kilometer vorgeschrieben ist, in vielen Straßen ist das ja hier der Fall, wird das völlig negiert. Und das ist etwas, was auch gefährlich ist, das mich nicht nur persönlich stört, sondern das ist auch etwas Gefährliches für alle Fußgänger generell. Und da müsste man vielleicht, Appelle nützen ja nichts, nicht? Aber man müsste vielleicht durch Kontrollen, stichartige Kontrollen, mal feststellen, wer diese Raser dann auch sind. Es gilt für die Radfahrer genauso wie für die Pkw. Also als begeisterte Fußlatscherin bin ich Ihnen für diese Frage natürlich sehr dankbar. Es gibt ja auf vielen Straßen innerorts hier in Timmendorfer Strand und in Niendorf und überall Tempo 30.
Das gilt natürlich nur für den motorisierten Verkehr. Ich weiß, dass etliche E-Bike-Fahrer mittlerweile deutlich schneller sind als Tempo 30 vielleicht. Möchte jemand noch mal zu diesem Thema jetzt Stellung nehmen? Also wir sind dafür, dass der Verkehrsraum gesichert wird, dass er geschaffen wird. Und wie Sie schon sagen, es wird immer über die Promenade geredet, dass die Fahrradfahrer wieder auf die Promenade sollen. Ich bin hier groß geworden. Die Promenade, wie gesagt, war zum Promenieren da. Da waren früher nur Fußgänger nötig. Wir sind als Kinder von der Promenade gejagt worden. Das war gar nicht möglich, da zu fahren. Wir müssen eine Lösung finden, dass das im Sommer für die Gäste möglich ist und im Winter natürlich, sage ich mal, die Kinder und Einheimischen drauf. Weil wir haben die Aufgabe, unsere Kinder sicher durch einen Ort zu bekommen. Dass der Gast in erster Reihe Fahrrad fahren möchte, ist nicht unbedingt immer unser Ansinnen. Und wir sehen bei dem Dünenweg auch so ein bisschen die Problematik. Wie wollen wir das regeln? Wir können den Gast nicht dazu zwingen, auf dem Dünenweg zu gehen. Wie machen wir das bei den Strandniedergängen? Wir haben Engpässe hier bei der Brücke, bei anderen Baustellen. Der Fahrradfahrer nicht freiwillig von der Promenade runtergehen. Und in Niendorf ist es gar nicht möglich. Deshalb müssen wir den Verkehrsraum neu aufstellen. Und wie Sie schon sagen, wir haben ein Riesenproblem mit den EBA. Das ist vom Gesetzgeber eben auch nicht geregelt. Und wir können da nicht einfach sagen, ja, jetzt sind die Fahrräder verboten, weil es keine Definition gibt zwischen Fahrrad und E-Bike. Und das muss geregelt werden. Das ist ein Riesenproblem. Aber es gibt auch viele Leute, und das muss man auch ehrlich sagen, die froh sind, dass die Promenade für die Fußgänger wieder da ist. Gerade die Älteren freuen sich, dass da kein Slalom gefahren wird. Und die dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Okay. Habe ich das richtig gesehen, Herr Müller, dass Sie gezuckt haben bei dem Thema? Ja, sicherlich auch Fußgänger, klar, dass die Gehwege richtig ausgebaut und stolperfrei sein sollten. Wie gesagt, wenn sowas ist, gleich melden. Was mich an diesem Verkehrskonzept oder an dem Fahrradweg stört ist, und das haben wir auch öfters angesprochen, die Strandallee wurde Richtung Niendorf freigegeben für den Fahrradverkehr. Aber die Poststraße wurde in dieses Fahrradkonzept vom Kreis nicht mit einbezogen. Warum muss der Fahrradfahrer unbedingt verkehrswidrig oder entgegen der Einbahnstraße fahren? Wir haben eine Poststraße, die Richtung Niendorf fährt, aber das wurde nie mit aufgenommen. Das wurde mehrmals aufgesprochen. Der Kreis hat uns das quasi ja aufdoktriert, dass wir die Strandallee Richtung Niendorf aufmachen müssen für den Fahrradverkehr. Aber die Poststraße sollte trotzdem nicht mit einbezogen werden. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir das Dilemma, die Autos, die quasi aus den Querstraßen kommen, Kastanienallee, Birkenallee, Andresenstraße. Wie oft ist es da schon zu gefährlichen Situationen gekommen, weil der einfach den Fahrradfahrer übersieht, der von links kommt. Also, wie gesagt, aber dazu müssen wir noch ein anständiges Konzept ausarbeiten und dann hoffe, dass der Kreis dann mal mitspielt, weil, wie gesagt, das Dilemma haben wir dem Kreis zu verdanken und wir konnten als Gemeinde nichts dagegen tun. Sie haben es aber auch kommen sehen, ne? Also das Dilemma. Der Kreis hat ja vorher schon mehrfach angemahnt, dass da vielleicht was passieren muss. Insofern war es auch ein Dilemma mit Ansage. Herr Freitag und dann Herr Engert. Naja, die Diskussion haben wir aber auch geführt und da gebe ich Herrn Müller vollkommen recht. Wir haben die Diskussion auch zusammengeführt über die Verkehrssituation in Timmendorfer Strand. Und es reicht eben nicht mal ein kleines Fußgängerkonzept machen, ein kleines Fahrradkonzept oder dass der Kreis eine Anweisung jetzt für eine Straße, und das hat er ja auch gesagt, wenn ihr andere Lösungen in Zukunft habt, dann wird etwas anderes auch entwickelt, also dann wird nochmal alles überprüft. Aber ich finde die Frage von Herrn von Schmude vollkommen berechtigt, denn die Bürger sagen ja eines, und das finden sie in ganz vielen Studien. Die Bürger wollen die Trennung der Verkehre. Die wollen eine Trennung von Kfz-Verkehr zu Fahrradverkehr und zum Fußgängerverkehr. Zusätzlich haben wir die Situation, dass sich der Fahrradverkehr stark verändert hat, eben durch das E-Bike als Beispiel, aber auch die E-Roller und Ähnliches. Und das, was wir auch gemeinsam beantragt haben, ist auch durchgesetzt worden, ist ein Gesamtverkehrskonzept. Wir müssen dahin kommen, nicht einzeln zu denken, wir brauchen Gesamtverkehrskonzept. Da gebe ich auch Herrn Strümpel vollkommen recht, wenn die Situation an der Promenade, eine Promenade ist erstmal für die Fußgänger. Und dann muss man gucken, ob ich parallel dazu irgendetwas entwickeln kann, ein
Und dafür setzen wir uns ganz stark ein, auch mit der WOB zusammen eben zwei Fahrradstraßen hier zu machen. Einmal für den langsam laufenden Verkehr, das wäre eine Fahrradstraße parallel zur Küste, aber auch ein Radschnellweg. Wir müssen also vollkommen neu denken und dazu brauche ich eben, ne, genau das, was Herr van Schmude gesagt hat, ein Gesamtverkehrskonzept, wo der Fußgänger entsprechend auch mit berücksichtigt wird. Die Frage geht jetzt auch an Herrn Eckert und dann möchte ich die gleich noch ein bisschen ergänzen, weil aus den Fragen, die die Bürger gestellt haben, ist auch aufgetaucht die Frage nach einem Ortsentwicklungskonzept. Also nicht nur nach einem Verkehrskonzept, sondern auch nach einem Ortsentwicklungskonzept. Es gibt Gemeinden, die haben sowas wie ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept oder ein ISEC, integriertes, Entschuldigung, das schwieriges Wort, Stadtentwicklungskonzept, wo auch Bürger zu Arbeitsgruppen zusammenkommen und solche Dinge einbringen. Vielleicht können Sie im Zuge Verkehrskonzept auch noch ein bisschen Ortsentwicklungskonzept mitmachen. Versuche ich zu verknüpfen. Ich möchte noch mal auf Radstraße zu sprechen zu kommen. Also das, was wir jetzt haben, ist aus Sicht der SPD nur eine Zwischenlösung. Und wenn wir eine Zwischenlösung immer weiter verbessern und nicht an einer langfristigen Lösung arbeiten, dann verstetigt sich das Ganze und dann haben wir in 20 Jahren immer noch diese Fahrradstraße, die nicht gut ist, glauben wir. Wir möchten nach wie vor diese Trennung von Fahrradverkehr und Fußverkehr an der Promenade haben. Das geht mit einer Holzaufständerung. Dann höre ich gerade eben auch wieder, ja, wie will man die dann zwingen, da links zu gehen oder hier links zu fahren und das trennen, das funktioniert. Man braucht sich das nur mal in Boltenhagen anschauen. Das funktioniert wirklich gut. Und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Es ist ja nicht so, dass wir als Hobbypolitiker ehrenamtlich uns irgendwo hinsetzen und einen Plan machen. Und hinterher sagt die Verkehrsbehörde, Edgy-Badge geht nicht. Dazu gibt es Spezialisten, die wir beauftragen, die ein Gutachten, die ein Konzept schreiben. Und das können wir dann abwinken oder verändern noch. Und ich glaube, das müssen wir anpacken, weil das dauert Jahre, bis das umgesetzt werden kann. Das ist das eine. Das Zweite, Frau Peyronet, Sie sprachen das an, den Ortsentwicklungsplan, den haben wir in der Schublade. Ich glaube, der heißt Timmendorfer Stand 2035, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt worden. Jeder konnte seine Meinung einbringen, wir haben Umfragen gemacht, das ist in den Parteien und Wählergemeinschaften diskutiert worden. Aber, und jetzt kommen die einzelnen Punkte, die in diesem Ortsentwicklungskonzept drinstehen, also Bürgerbeteiligung hat es gegeben, die sind noch nicht einzeln abgestimmt. Das wird sicherlich eine Aufgabe für die nächsten 5 Jahre. Mit wem müssen die denn abgestimmt werden? Oder was meinen Sie mit einzeln abgestimmt? Innerhalb der Politik, also beispielsweise geht es da um ein vermietlich schwachsinniges Hotel an der Acht, mal wieder. Mhm. Das wäre ein Thema, wo wir nicht mitgehen würden. Ich glaube, die Grünen auch, wenn ich mal so rüberschaue. Das muss tatsächlich nicht sein. Aber da sind so Einzelpunkte drin. Da müssen wir in den nächsten 5 Jahren drüber abstimmen, in der Gemeindevertretung auch, was wir wollen und was wir nicht wollen oder was wir anders wollen. Aber der Plan ist da und die grundsätzliche Tendenz auch. Okay, vielen Dank. Frau Vorkamp. Vielleicht noch mal zu dem Ortsentwicklungskonzept. Das war sehr vielfältig, betraf verschiedene Bereiche, natürlich auch Mobilität und Verkehr. Dann ging es dabei auch um touristische Bereiche, beispielsweise die Weiterentwicklung des Hafens, aber auch dann zu überlegen, welche infrastrukturellen Maßnahmen sind für unseren Ort wichtig. Ein Hotelneubau oder beispielsweise ein Ärztehaus. Dort haben Bürger, ich glaube in 4 Foren war das damals, die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen. Und vielleicht sollten wir dieses Konzept noch einmal auf die Gemeinde-Homepage stellen, dass dort auch der Bürger noch mal die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen. Und wir werden aber auch im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung natürlich versuchen, den Bürger mit einzubeziehen und ihm dort Möglichkeiten der Beteiligung zu geben. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn man den einen oder anderen dort dann auch in den Arbeitsgruppen sieht. Vielen Dank. Wir haben jetzt schon 1,5 Stunden durchgestanden. Ne? Vor allem Sie haben gestanden, Sie haben ja bequem gesessen. Ich will die Diskussion jetzt nicht abwürgen. Da war noch so ein Herr mit einem schicken Schal da hinten, der wollte eine Frage loswerden. Und dann bitte ich um kurze Antworten, da vielleicht auch noch mal kurz. Welches Thema haben Sie? Welches Thema haben Sie? ETC. ETC. Und Sie? Ja, aber gerne kurz. Weil die Frage war von mir. Frank Behrens, ich wohne im Ortsteil Niendorf. Es gab mal einen Ansatz,
Ortsentwicklungskonzept. Der hieß Lebensort und Tourismusort. Ich fand die Überschrift schon äußerst sympathisch, weil sie genau das widerspiegelt, wie auch eine Stimmungslage ist. Ich glaube nicht, dass wir ein richtiges Ortsentwicklungskonzept in der Schublade haben. Und ich glaube auch nicht, dass es umfangreich bei einem Bürgerprozess oder dass es den gegeben hat. Für mich gehören nicht nur die Bürger da rein, da gehören die Vereine da rein, da gehören die Verbände da rein, Handel, Gewerbe etc. Und am haben wir alles gemacht. Und am Ende des Tages habe ich auch reingeschrieben, das, was ja heute Abend auch so ein paar Mal gekommen ist, es kommt halt von der Kommunikation nicht besonders viel zurück, dass man erfährt, wie ist der Status, wo geht die Reise überhaupt hin, ist da alles aufgenommen, wo wollen wir überhaupt als Ort hin? Das habe ich eben auch nicht so wirklich gehört. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir in der Kommunikation miteinander ehrlich umgehen. Das heißt, wenn wir über Tourismus sprechen, dann müssen wir eben auch sagen, wie viel Geld nehmen wir da ein, was bedeutet das? Und mit den Erträgen, was bezahlen wir davon? Das sagt kein Mensch. Kommunizieren Sie das doch einfach mal. Wer bezahlt denn das Niendorfer Schwimmbad? Wer bezahlt denn ETC etc. pp.? Weiß kein Mensch. Gehen Sie mit dem Mikrofon durch den Ort und fragen Sie. Sie werden keine Antwort kriegen. Deswegen machen Sie das nochmal auf, wäre meine große Bitte und eine größere Beteiligung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, hier werden heute Abend auch viele Anregungen mitgenommen, auch da oben vielleicht. Hier war noch eine Frage bei Ihnen. Es geht mir um das ETC. Und zwar ist da in letzter Zeit ein Gerücht aufgekommen, dass die Firma Rewe ein Interesse zeigt, innerhalb dieses Projektes sozusagen hier einzusteigen und große Geschäfte zu machen. Meine Frage ist nur, ob das Gerücht richtig ist. Und zusätzlich natürlich, wie entwickelt sich die Sanierung des ETC? Steht die still oder kann man im nächsten Jahr erwarten, dass die Arbeiten losgehen? Das ist eigentlich eine Frage an den Bürgermeister. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt eher eine Frage an die Bürgersprechstunde oder Einwohnerfragestunde bei der nächsten Gemeindevertretung. Hier geht es ja eher darum, was wollen die Kandidaten für Timmendorf entscheiden und wie wollen sie entscheiden, was wollen sie machen. Ich muss leider Ihre Frage sozusagen unbeantwortet lassen. Gehen Sie doch mal in die nächste Gemeindevertretung oder in die Ausschusssitzung und fragen Sie das in der Einwohnerfragestunde. Da sind Sie dann an der richtigen Adresse. Tut mir leid. Hier ist noch eine Dame mit einer Frage und dann würde ich die Fragerunde schließen. Mein Name ist Gisela Steinert und ich habe eine Frage an die CDU, Herrn Freitag. Ich hätte gerne gewusst, sind Sie ganz sicher, dass all Ihre Listenkandidaten Ihren Hauptwohnsitz und Ihren Lebensmittelpunkt in Timmendorfer Strand haben? Ich weiß nicht, ob Sie die, wollen Sie die Frage beantworten? Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja ein... Daher bin ich mir sehr sicher, ja, weil die Verwaltung das überprüft. Also es muss ja eine Wahlberechtigung überhaupt geben, um so etwas zu machen. Ich glaube, die Frage hat sich dann erübrigt. Danke. Das denke ich auch. Es gibt einen Gemeindewahlleiter, es gibt einen Gemeindewahlausschuss, der sowas überprüft. Es gibt aber auch eine Sorgfaltspflicht derjenigen, der die Sachen mit unterschreibt. Und das ist der Ortsvorsitzende oder derjenige, der die Mitgliederversammlung geführt hat. Also ganz Herr Freitag, tut mir leid. Auch Sie müssen das überprüfen, ob die Kandidaten bei Ihnen richtig gemeldet sind, hier am Ort als Erstwohnsitz. Natürlich, das sagt ja schon die Satzung der CDU aus. Ne? Also das ist natürlich so, dass die Satzung der CDU sagt, ne, da werden ja auch zum Beispiel... Aber eben das ist ja keine gesagt, Diskussion, die... Sollte der Wahlleiter prüfen, also das verstehe ich jetzt das ist nicht. Das ist keine Diskussion, die in einem Ortsverband geprüft wird, weil es gibt auch Mitglieder der CDU, die zum Beispiel in Berlin wohnen oder ähnliches, die ihren Erstwohnsitz hier in Timmendorfer Strand haben. Und natürlich können die letztendlich dann auch mitentscheiden. Also ich glaube, das können wir jetzt hier auch nicht abschließend klären. Und das ist auch kein...
ist ja auch kein Thema, um jetzt eine Wahlentscheidung, glaube ich. Wir wollen über Themen reden, nicht über Personen. Sie haben noch ein bisschen... Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist ein gutes Thema. Ja, also im Zuge der Parkraumbewirtschaftung, wir haben ja jetzt erst die Großraumparkplätze ausgestattet, aber alle Nebenstraßen werden auch betrachtet und dort soll es dann auch eine Form von Anwohnerparkplätzen oder Ausweisen geben. Das ist allerdings der zweite Schritt. Der erste Schritt war jetzt die Bewirtschaftung der Großparkplätze und die Nebenstraßen wie an der Waldkapelle, Friedrich-August-Straße etc., Birkenallee wird auch danach betrachtet und die Anwohner haben dann auch die Möglichkeit, einen Parkausweis zu erwerben. Gut, ja, also die Aussage freut mich jetzt wirklich, weil die CDU hat einen Antrag dazu gestellt und er wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Und deswegen freut es mich, dass wir da in die richtige Richtung kommen. Wir hätten schon längst weiter sein können, aber ein richtiges Parkraumbewirtschaftungskonzept gibt es schlichtweg im Moment nicht. Es gibt die Satzungsveränderung für die Großparkplätze und all die Sorgen der Bürger wurden da nicht so stark ernst genommen. Das bemängeln wir auch insgesamt. Wir sind aber froh, dass die Verwaltung daran arbeitet und dass die politischen Vertreter da auch ihren Weg jetzt anders einstalten. Möchte noch jemand darauf antworten? Ich bitte um kurze Antworten, ja, damit wir noch ein bisschen... Ich würde gerne zu antworten. Das sollte eigentlich schon in der letzten Sitzung beschlossen werden. Das ist leider von der Tagesordnung genommen worden, weil genau das, was Sie jetzt andeuten, gehört dazu, dass die Anwohnerstraßen geregelt werden. Wir wissen auch die Straßen, wo das Problem ist. Wir sehen es, wo wir Parkgebühren nehmen in den Straßen. Verlagert sich das weiter nach hinten? Und das müssen wir natürlich regeln. Und wir begrüßen das, dass wir jetzt erstmal die Großparkplätze bewirtschaften. Die CDU hat damals wieder ein Komplettkonzept gefordert. Das hätte wieder mehr Zeit gefordert. Und die Frage von dem Herrn war auch ganz berechtigt. Wir nehmen ca. 1 Million Euro mit dieser Parkraumbewirtschaftung ein. Und das brauchen wir für unsere Infrastruktur, weil, wie schon gesagt, die Schwimmhalle ist defizitär mit 500.000 und die Eishalle auch. Und diesen Luxus müssen wir damit bezahlen. Danke. Noch jemand? Nee. Gut. Also wir hatten jetzt eigentlich sozusagen vorgesehen, hier Zweikämpfe auf dem Podium zu Themen natürlich, thematische Zweikämpfe. Gibt es denn noch drängende Fragen aus dem Publikum? Dann würden wir das vielleicht verschieben oder streichen. Oder wie viel Sitzfleisch haben Sie noch? Ist das die letzte Frage dann oder gibt es noch weitere Fragen im Publikum? Wie groß ist das Interesse an weiteren Fragen? Offenbar nicht. Dann machen wir jetzt diese Frage noch und dann machen wir kurze Diskussion. War da noch jemand? Ja, Sie. Vielen Dank, dass Sie sich alle so offen und so klar geäußert haben zu Ihren unterschiedlichen Standpunkten. Mich würde interessieren, was würde Ihre politische Fraktion nicht tun? Ich sehe hier 6 verschiedene politische Fraktionen, Parteien. Mit wem würden Sie nicht koalieren? Mit wem würden Sie keinerlei Kompromisse schließen? Wo wäre Ihr rotes Tuch, wo Sie sagen würden, nee, das tun wir nicht? Darf ich anfangen? Das ist ja mal eine interessante Frage. Wer hat eben hier geschrien? Ja. Dann fangen Sie doch einfach an. Also ich bin ein Vollblutdemokrat und ich kann Ihnen versichern, dass ich mit jeder anwesenden Wählervereinigung oder Partei hier entsprechend mitstimmen würde, wenn der Antrag inhaltlich gut ist. Was ich nicht machen würde, ich würde kein linkes extremes Lager unterstützen und auch kein rechtes extremes Lager. Aber das haben wir in unserer gemeinsamen Vertretung nicht und das wird auch so bleiben. Das freut mich. Danke. Yeah. Es ist ja so, dass wir in Timmendorf so eine kleine Insel haben, ein bisschen der Glückseligkeit. Ich habe 15 Jahre der letzten Jahre in Sachsen-Anhalt, da hatten wir eine starke Linke, eine starke Rechte. Das war teilweise sehr schwierig. Das haben wir hier nicht. Wir sind alles Parteien in der Mitte. Und Kommunalpolitik wird in erster Linie mit dem Kopf und mit dem Herz gemacht, nicht mit dem Parteibuch. Wer mit dem Parteibuch in eine Kommunalpolitik reingeht, der macht meines Erachtens grundsätzlich was verkehrt. Ich habe vorhin von einer Koalition der Vernunft gesprochen und das sagt es genau aus.
Man muss einfach mit jedem gemeinsam sprechen und gemeinsam versuchen, Mehrheiten zu finden, wenn es der Sache gilt und wenn es ein gutes Thema ist. Nur so funktioniert es. Parteien, die an ihrem Parteibuch festhalten und das mit in die Kommunalpolitik tragen, mir im höchsten Maße suspekt. Wir sehen das ja schon genauso. Seit 5 Jahren sind wir dabei. Wir haben viele Brücken geschlagen, glaube ich, und mit Herz und Verstand für unsere Gemeinde und Lösungen für unseren Ort, die wir gemeinsam erarbeiten müssen, wo wir Kompromisse eingehen und auch andere Meinungen akzeptieren und Lösungen gutheißen, sage ich mal, die vielleicht nicht aus der eigenen Feder kommen. Das ist uns wichtig. Es geht um unsere Gemeinde und dafür setzen wir uns alle ein. Ich glaube, die meisten Sachen sind gesagt. Keiner von uns würde nicht kooperieren mit einer der bürgerlichen Parteien, die hier stehen. Es gibt, glaube ich, nur immer sehr klare inhaltliche Unterschiede, für was wir stehen und was wir befürworten können. Und da sind bei manchen die wirtschaftlichen Interessen größer als jetzt bei uns Grünen. Das muss man einfach klar so sagen. Aber von den Personen oder von den Parteien, glaube ich, gibt es hier keine, wo man sagen würde, nein, mit denen gar nicht. Ja, das meiste wurde auch schon gesagt. Sicherlich, es liegt der Unterschied meistens nur ganz klein auseinander oder mitunter ist es auch nur kleine Missverständnisse, wenn was rüberkommt an einem Antrag. Im Grunde ziehen wir alle an einem Strang und sind inhaltlich meistens dicht dabei und finden auch immer einen Kompromiss, wie wir da Brücken schlagen können oder wie wir das dann machen können. Wir können auch mit jeder hier anwesenden Wählergemeinschaft oder Partei hier Kooperationen eingehen. Das haben wir auch in den letzten Jahren bewiesen und das wird auch weiterhin so sein, weil wir auch froh sind darüber, dass am rechten und linken Rand hier keine Partei oder Wählergemeinschaft kandidiert. Ja, vielen herzlichen Dank. Sind noch weitere Fragen aus dem Publikum? Sonst würden wir jetzt noch mal kurz diese Zweiergespräche versuchen. Keine mehr? Gut. Dann fangen wir mal an mit Herrn Müller gegen Herrn Czajka. Verkehrliche Infrastruktur, Verkehrsberuhigung, Fahrradstraße. Interessantes Thema, wie wir gesehen haben. Können Sie noch einmal wiederholen? Verkehrliche Infrastruktur, Verkehrsberuhigung, Fahrradstraße. Wir haben gesehen, sehr heißes Thema, heiß diskutiert. In der vergangenen Legislatur beziehungsweise Wahlperiode hat die FDP für die Fahrradstraße inklusive Lückenschluss gestimmt. Die WUP dagegen. Können Sie Ihre Entscheidungen oder Ihre Position noch mal kurz begründen, beziehungsweise versuchen, den anderen argumentativ ein bisschen auf Ihre Seite zu ziehen? Bist du? Oder soll ich? Gut, dann fange ich an. Wer immer mag. Also, wir können uns die Märkte ja nicht machen, wie sie sind, sondern wir müssen sie so verarbeiten, wie wir sie vorfinden. Die Mobilität der Menschen hat sich verändert. Es ist gar nicht lange her, oder es ist vielleicht schon zu lange her, dass Lamborghinis und Ferraris hier durch Timmendorf gefahren haben, das Stadtbild geprägt haben. Heute sind es SUVs, Elektro und hinten E-Bikes drauf, auch in einem sehr hohen Wert. Die Kaufkraft hat sich dadurch nicht verändert. Und wir haben diese inflationäre Entwicklung gesehen, wie sich das auswirkte im Rahmen der Pandemie, wo das ganz besonders und sehr schnell hochtorpedierte. Die Fahrradstraße war ein Muss, weil wir einfach eine Kanalisierung nicht hinbekamen. Und auch die einzige Chance für uns, das einigermaßen von Leib und Leben die Leute einigermaßen sicher zu machen, weil die Situation, wie sie vorher war, war nicht mehr tragbar. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass eine Fahrradstraße kommen muss. Ich bin auch der Meinung, dass wir nach wie vor sehr intensiv an dem Ausbau arbeiten müssen, wenngleich es auch etwas länger dauern wird, dass wir eine Pagoden, eine andere Lösung haben auf der Promenade, und zwar in erster Linie für die Radwanderer, die also, und zwar, wenn es rechtlich geht, nicht als E-Bikes da langfahren mit 30 Stundenkilometer. Das kann man reglementieren, dass die nicht schneller als 5 fahren dürfen. Das schafft ja kein E-Bike-Fahrer. Deswegen ist der Radweg jetzt für Sie, der Fahrradweg ist alternativlos und wird danach wahrscheinlich auch genauso bleiben.
Das ist unsere feste Überzeugung. Wie das dann nachher genau aussieht, weil das Konzept, so wie es jetzt ist, ist nicht zu Ende gedacht. Es ist fast lebensgefährlich. Wir fahren 4 Fahrräder nebeneinander, 2 dürfen nur. Es ist Wildwest auf den Straßen. Wir müssen, wenn wir die Straßen neu asphaltieren, muss automatisch auch eine entsprechende Kennzeichnung hin, wie das in anderen Straßen, ja auch sehr gut in anderen Städten auch wunderbar funktioniert. Und dann gibt es auch eine gewisse Harmonie. Dann halten sich erstaunlicherweise die Radfahrer auch da dran, wenn eine dicke weiße Linie ist. Und dann fahren sie nicht zu viert nebeneinander, sondern zu zweit. Und es ist nicht mehr so gefährlich. Man kann die Dinge richtig steuern und wir müssen auf dem Weg dahin kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Lassen Sie Ihren Gegenpart auch noch mal zu Wort kommen, bitte schön. Ja, ja, das ist richtig. Also das Fahrrad, also die Fahrradstraße wurde uns ja aufdoktriniert vom Kreis her. Und ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, ohne mit Einbezug der Poststraße. Dadurch, wenn die Poststraße für die Fahrradfahrer genauso mit einbezogen wäre, wäre schon viel gewonnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch in den Morgenstunden die Promenade mit einbeziehen sollten. Gerade morgens, wenn die Schüler zur Schule fahren, ist die Promenade leer. Da geht sind kaum Passanten unterwegs. Und die Steglösung sehe ich immer noch als willkommenes Objekt. Denn wir müssen mit dem vorhandenen Platz, kommen wir zurzeit nicht aus. Wir brauchen zusätzlichen Raum für Fahrradfahrer. Und dann, wie gesagt, dann muss auch das mal kontrolliert werden, dass die Fahrradfahrer sich auch an die Verkehrsregeln halten, so wie es vom Autofahrer verlangt wird. Wenn der erste Fahrradblitzer in Timmendorfer Strand aufgestellt wird, dann komme ich und mache ein Foto. Das sind drei Gebäude, das kann ich garantieren. Genau. Herr Strümpel und Herr Eckert, Thema Kita-Ausbau und Suche nach einem geeigneten Standort. Im gesamten Gebiet des B-Plans 40 und dem angrenzenden Bereich Hauptstraße Walmar der Neubau einer Kita angedacht. Ist das aus Ihrer Sicht ein geeigneter Standort oder gibt es bessere Standorte? Wie kann ein Kita-Neubau finanziert werden? Und wäre möglicherweise die Finanzierung über einen Investor möglich? Können Sie das mal kurz Ihre Positionen? Also unsere Position ist dafür, dieser Standort wurde vorgestellt in Klein-Timmendorf. Der Kindergarten war angeboten, von einem Investor zu bauen und davon halten wir gar nichts. Gerade diese Kindergärten, das sollte in unserer Hand bleiben, gerade die Gebäude, dass wir dann nicht Spielball der Investoren werden. Und wenn wir dann so Standorte haben, wie zum Beispiel das Ghost Nest, was wir entwickeln wollen, das wäre ein super Ort für einen Kindergarten in Niendorf. Oder das Kurmittelhaus, wo wir von reden, was wir gerne dafür umwandeln wollen. Da gibt es einen Antrag aus dem Jahr 2019, der durch die ganzen Quälereien im Rathaus leider nicht weiter verfolgt worden ist. Denn jeder, der die Ecke da kennt, weiß, dass es da früher eine Freilichtbühne gab, die super eingewachsen ist, wo wir Außenplätze für die Kinder hätten, die Kindergärten. Die Kinder werden fußläufig schnell im Wald, die werden am Strand. Und diese Chancen müssen wir nutzen und nicht irgendwelchen Investoren. Das ist natürlich einfach und bequem, weil die uns das hinstellen. Aber wir sind nachher der Spielball und stehen hinten dran. Wir sollten das in eigener Hand behalten. Und wie stehen Sie dazu, Herr Eckert? Oder schreibe ich so. Nee, also ich glaube, da gibt es keine Kontroverse zwischen uns beiden, Michael. Wir sehen das absolut genauso. Ich denke auch nicht, dass man einen Kindergarten in Investorenhände geben sollte. Das ist viel zu spekulativ. Das sollten wir in die Hand nehmen, zusammen mit dem Träger. Und wir sollten uns auch beteiligen an den Baukosten, weil man so einen Bau auch über 50 Jahre, das sind investive Kosten, über 50 Jahre abschreiben kann. Das belastet den Haushalt nicht nur einmal, also nicht einmal stark, sondern über 50 Jahre verteilt. Und ich habe es vorhin gesagt und ich wiederhole es nochmal gerne, es ist eine Investition in die Zukunft und der Standort ist genau der richtige. Und wir haben die Hand drauf. Wir steuern die Bauleitplanung. Und deswegen können wir das entsprechend auch dort eintakten. Am liebsten hätte ich eine kurzfristige Lösung im Kurmittelhaus, aber da möchte ich auch allen gleich so ein bisschen die Hoffnung nehmen. Dazu müssen wir den B-Plan ändern und das dauert mindestens, habe ich gehört, mindestens 3 bis 4 Jahre. B-Plan also, ändern? 3 bis 4 Jahre? Ja, für das Kurmittelhaus, für das Gebiet. Ah. Ist eine aber nicht Aussage, grundsätzlich. Also grundsätzlich dauert nicht so lange. Das Moment ist es, würde mich jetzt überraschen. Für das Kurmittelhaus dauert es tatsächlich so lange. Schade, dass wir es noch nicht gemacht haben. Das ist eine Aussage aus der Verwaltung, aus der Bauabteilung, die mich auch sehr überrascht hat. Ja, kurze Zwischenfrage mal. Ich weiß nicht, ob das jemand beantworten kann. Wie sieht es denn mit diesem Ding eigentlich so energietechnisch? Oder, also
mit der, weiß das irgendjemand? Wie? Also energetisch ist das Gebäude natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich bin mal ganz ehrlich, wir haben 2019 mit den Ehrenamtlern gerade von der Tafel, von ganz vielen Institutionen, von den anderen Parteien, Wählergemeinschaften, Ortsbegehung gemacht. Mhm. Und wenn man in dem Gebäude drin war, der wird eigentlich sehen, dass das ein Gebäude ist, was einen sehr hohen Anspruch noch hat und sehr gut baulich noch dasteht. Okay. Ne? Und es ist sehr, sehr groß. Das unterschätzen viele Leute. Mhm. Deshalb sollte wirklich mal dieser Tag der offenen Tür gemacht werden, dass die Leute mal sehen, was da für Quadratmeter sind. Wir reden von 1400 Quadratmetern, die da ungenutzt sind. Nicht ganz ungenutzt. Zurzeit ist die Tafel in Teilen untergebracht und die Ausgabe. Dafür müssen wir auch adäquate Plätze finden. Aber trotzdem ist das ein Juwel, was wir endlich mal wieder aufleben lassen sollten. Gut. Und jetzt sozusagen der letzte, die letzte Debatte, CDU gegen Grüne, Herr Freitag, Frau Vorkamp. Schönes Thema. Im Wahlprogramm der Grünen heißt es Blumen statt Betten. Und es wird sich für den Baustopp von touristischen Projekten ausgesprochen. Können Sie das mal kurz untereinander diskutieren? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Vielleicht fangen Sie an. Und kann man nicht vielleicht auch Blumen und Betten haben? Ja, das wollte ich gerade mal sagen, Frau Vorkamp hat ja hier gesagt, die CDU hätte da ein Blumendach bei Edeka irgendwo verhindert im Bauausschuss. Es wäre schön, wenn die CDU im Bauausschuss die absolute Mehrheit hat. Also wir können das nicht verhindern. Das war ein Stück weit andere Diskussion. Aber natürlich, das kann man gut in Einklang bringen, nämlich eben neue Bauprojekte. Da muss es ja nicht unbedingt um Hotels gehen, oder? War die Fragestellung konkret auf Hotels. Ich würde die allgemein auch sehen, dass man schlichtweg viel mehr in dieser Hinsicht macht. Wir haben als CDU auch Anträge gestellt, überhaupt für Photovoltaikanlagen und Ähnliches, also dass wir in eine ganz andere Situation umweltpolitisch kommen. Und von daher sehe ich da keine große Diskrepanz da drin, auch also darüber zu beraten und darüber auch zu sprechen. Und wir haben mehrere Projekten sogar zugestimmt, insbesondere wenn ein Flachdach besteht und ähnliche Geschichten. Ich glaube, es ging schon um touristische Betten. So war das, glaube ich, angedacht. Und ja, ich glaube, dass wir die Kapazitäten, die wir in der Beherbergung haben und im Tourismus, dass die ausreichend sind. Wir brauchen nicht an der Acht oder beim Kurmittelhaus einen riesigen neuen Hotelkomplex. Da sind wir klar gegen. Ich glaube, kleine mittelständige Betriebe wie das COSI, was sich da erweitert hat, oder auch das Fontana in der Strandallee, das sind kleine Perlen. Die haben sich modern und neu aufgestellt. Vielleicht gibt es da auch zukünftig Hotels, die das machen werden. Es gibt ja durchaus noch ein bisschen ältere, sei das Landhaus Carstens oder Holsteiner Hof, aber mit Augenmaß, weil unsere Grünflächen und unsere Parks, die sind wichtig für unsere Bürgerinnen und auch für den Tourismus. Ich glaube, der Gast kommt auch hierher, weil es hier grün ist, weil die Aufenthaltsqualität hier sehr groß ist. Und somit sprechen wir uns gegen solche touristischen Großprojekte aus. Und seitens der CDU waren diese Projekte am Mückenwald, an der Acht, immer mit einer großen Priorität versehen. Und es war schon so, dass die CDU fast jedem Investor, der mal angefragt hat, da auch fast in den Arm gefallen ist, um dort weiterzuentwickeln. Und leider wurde damit auch viel Kapazität gebunden in der Verwaltung, um solche Investorenanfragen zu bearbeiten. Wir hoffen, dass das in nächster Zeit anders ist und dass wir einen guten Kompromiss finden, weil auch von Ihnen kam ja klar die Aussage, der Tagestourismus hat seine Kapazität erreicht. Ja, aber der Hotel, wenn ich da noch auf antworten darf, die Hotelbettenzahl ist ja tatsächlich zurückgegangen. Und wir stehen auf dem Standpunkt, das kann ich hier auch sehr gut vertreten, lass uns den Standpunkt von 2010 übernehmen. Dann fehlen an Hotelbetten, und das ist ja die Diskrepanz, über die wir hier auch zu reden haben, was haben wir gemacht mit den Ferienwohnungen? Und ich erinnere mich zu Beginn dieser Wahlperiode, ich wurde gerade Bauausschussvorsitzender der letzten Wahlperiode, war sich die Politik einig zu sagen, Ferienwohnungen in den B-Plänen bitte ausschließen. Und das Erste, was gemacht worden ist, und ich sehe da noch die traurigen Gesichter der Verwaltungsmitarbeiterin, die dachte, sie hätte jetzt alle B-Pläne, weil sie die verändert hat und ins Verfahren geben wollte, und plötzlich schwenkt die gesamte Politik um. Außer die CDU, das können Sie nachlesen in der Sitzung, auch die Grünen. Und das widerspricht sich ein Stück weit. Gott sei Dank ist der Weg jetzt wieder in eine andere Richtung.
Und Sie können von mir auch mitnehmen, ich gebe Ihnen nachher recht, ne? Wir haben das auch ein bisschen kritischer mit zum Beispiel grünen Dächern und Ähnlichem gesehen. Auch diese Richtung hat die CDU angenommen. Also ich glaube, wir kommen da auf einen guten Pfad auch zusammen und können da auch zusammen irgendetwas gemeinsam entwickeln. Also ich sehe schon, es sind eine Menge heiße Themen, die hier in Timmendorfer Strand eine Rolle spielen. Fahrräder, Fußgänger, Betten, touristische Infrastruktur und, und. Ich hoffe, Sie haben heute Abend einen guten Eindruck mitgenommen von denjenigen, die sich hier bewerben für die nächste Wahlperiode, für die Gemeindevertretung. Und zum Abschluss bitte ich noch mal alle Parteienvertreter um ein kurzes Statement. Was wollen Sie Ihren Wählern noch mit auf den Weg geben? Und wir fangen noch mal auf der Seite an und dann noch mal einmal durch. Ja, meine Damen und Herren, die Kommunalwahl ist da. Die CDU benötigt Ihre Stimmen. Wir brauchen hier mit Ihnen oder wollen mit Ihnen zusammen, ich habe das eingangs gesagt, mein Eröffnungsstatement, mit Ihnen zusammen diese Gemeinde gestalten. Wir brauchen die Transparenz, eine höhere Transparenz. Ich habe heute hier nochmal mitgenommen, die Kommunikation muss verbessert werden, was alles gemacht wird. Hier wurde angesprochen, dass viele Projekte, 80%, ich kann das mit unterstützen, 80% sind wir uns politisch einig und dazu brauchen wir eine moderne Verwaltung und dafür werden wir weiterhin kämpfen. Das können wir nur machen mit Ihnen zusammen und natürlich auch mit den Stimmen für die CDU, auch im Kreistag. Danke. Ja, hoffentlich nicht alle Stimmen für die CDU, sondern auch für die WOB. Ich möchte mich jedenfalls bei Ihnen allen für Ihr Kommen bedanken. Sollten Sie noch offene Fragen haben, sprechen Sie uns ruhig an. Tun Sie uns den Gefallen und gehen Sie am 14. Mai zur Wahl. Damit zeigen Sie uns allen, wie wichtig Ihnen unsere Arbeit ist. Und wir wissen, dass unser ehrenamtliches Engagement einer gewissen Wertschätzung widerfährt. Sollten Sie Lust verspüren, unsere Gemeinde mitzugestalten, werden Sie Mitglied. Und bringen Sie Ihre Ideen und Ihr Wissen mit ein. Sprechen Sie uns doch einfach an. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nachher einen schönen Heimweg. Bleiben Sie gesund und machen Sie am 14. Mai Ihr Kreuz an der richtigen Stelle. Danke. Ich glaube, das, was Andreas gesagt hat, ist genau richtig. Gehen Sie bitte zur Wahl. Wen Sie wählen, welches Programm Ihnen zusagt, machen Sie sich Gedanken, sprechen Sie uns an, vergleichen Sie miteinander. Natürlich stehe ich hier für die Grünen und ich möchte, dass die Grünen einen Anteil an ihren Stimmen haben hier in der Gemeinde. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sind wir für Sie da und ich schließe mich an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg und danke, dass Sie da waren. Ich danke auch für den interessanten Abend. Wir setzen uns für die Bürger und für den Ort ein, mit Herz und Verstand. Wir packen auch an, das haben wir in der Vergangenheit gezeigt, auch ehrenamtlich, den Ferienpass, die Tafel, alles haben wir mit unterstützt, sage ich mal. Uns geht es auch nicht um Posten oder sonstige Aktionen in irgendwelchen anderen Abgeordnetenebenen. Uns geht es um den Ort und das wollen wir gemeinsam machen. Und deshalb auch mein Appell, gehen Sie zur Wahl. Das ist wichtig, sage ich mir. Nur so kriegen wir ein super Votum hin, sage ich mal. Und hoffen wir, dass das Beste für unseren Ort dabei rauskommt. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Das war ja nicht für mich der Beifall. Ich meine nur vielen Dank und vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie dieser Veranstaltung gefolgt sind. Ich denke, es war eine gute Veranstaltung. Nicht alle Fragen können immer komplett beantwortet werden. Es gibt auch viele deckungsgleiche Bereiche, wo man dann sagt, das hätte ich auch sagen können. Und bei anderen Sachen ist es natürlich nicht der Fall. Das ist wohl grundsätzlich so. Unsere Direktkandidaten und auch ich stehe Ihnen gerne noch im Anschluss zur Verfügung, wenn Sie Fragen zur FDP und unseren Zielen haben. Morgen stehen wir mit einem Infopoint bei Edeka Jens, in der kommenden Woche bei Famila am Wahlsamstag in der Nähe, unmittelbaren Nähe von Aldi. Wir werden Sie nicht belästigen oder beim Einkauf stören, aber wir sind präsent und Sie haben die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Jeweils von 9 bis 13 Uhr. Wenn Sie das nicht möchten, nutzen Sie einfach unsere Wunschbox. Die steht auch da, oder ist auch online. Das ist ein ganz interessantes Medium. Einfach diese Fragen, die Sie heute hatten, auch mal reingeben und wir werden sie aufnehmen und werden sie auch weiter in Kenntnis setzen, wenn Sie sich bei uns melden, wie der Verlauf ist. Das garantiere ich Ihnen. Dafür stehe ich ein. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, in erster Linie möchte ich Ihnen einmal danken, dass Sie den Weg hier in Ihrer Freizeit heute geschafft haben und uns hier zuzuhören. Das ist nicht selbstverständlich, gerade in der Zeit der Politikverdrossenheit, die wir haben.
Ich glaube, bei Ihnen muss ich mir keine Sorgen machen, dass Sie sich am 14. Mai zur Wahlurne begeben, eher bei denen, die zu Hause bleiben und die das nicht interessiert. Dafür herzlichen Dank. Ich danke auch meinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern der Parteien- und Wählergemeinschaften für das faire Miteinander. Es hat Spaß gemacht. Keine Schläge unter die Gürtellinie. Und auch Frau Peone, herzlichen Dank für die tolle Moderation. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Format endlich mal hinbekommen haben. Vor 10 Jahren haben wir es schon mal versucht, vor 5 Jahren. Jetzt hat es endlich geklappt. Freut mich sehr. Würde mich auch sehr freuen, wenn wir es in 5 Jahren wieder machen. Schauen Sie sich unsere Direktkandidatinnen und Kandidaten an. Wir sind 5 Frauen, 5 Männer, unterschiedliche Altersgruppen, junge Menschen, etwas erfahrenere, lebensältere Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Und ja, sprechen Sie uns auch gerne an. Vielen Dank. Jetzt danke ich noch mal ganz herzlich. Sie haben es mir leicht gemacht. Ich hoffe, es ist niemand zu kurz gekommen. Man kann das nicht immer ganz genau austarieren. Ich habe mir Mühe gegeben. Wissen Sie, hat sich stets bemüht. Ich danke Ihnen nicht nur dafür, dass Sie da waren, sondern dass Sie auch interessante Fragen gehabt haben und dass Sie mit so viel Interesse dem Ganzen gefolgt sind. Manches ist jetzt vielleicht ein bisschen klarer geworden, wer für was steht. Bei manchem hat man gesehen, eigentlich haben alle dasselbe Anliegen und die Frage ist nur, wie kriegen wir es umgesetzt. Wir wissen jetzt jedenfalls und Sie wissen auch, welche Themen Ihren Wählern und den Timmendorfern auf den Nägeln brennen. Ich wünsche Ihnen allen jetzt einen guten Heimweg und wenn Sie heute Nacht noch ein Auge offen haben, auf lnonline.de wird die Berichterstattung noch heute Nacht erscheinen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, was für ein spannender Abend, was für ein interessanter Abend, was für tolle Fragen von Ihnen und auch von Frau Pironet vorbereitet. Vielen, vielen Dank dafür und natürlich vielen, vielen Dank an die Kandidatinnen und die Kandidaten, die sich heute bereit erklärt haben, Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, wir alle haben so ein bisschen mitgenommen, wofür jede einzelne Partei steht und es macht es Ihnen vielleicht etwas leichter, dann auch das Kreuz am 14. Mai zu setzen. Mein Appell an Sie alle natürlich, gehen Sie zur Wahl. Das ist nicht nur Ihr demokratisches Recht, sondern wie ich immer finde, auch Ihre demokratische Pflicht, sich bei der Wahl zu beteiligen und dann wirklich Ihr Kreuz zu machen. Ich glaube, und wir haben es vorhin gehört, eine Frage ging ja auch in eine entsprechende Richtung. Ich glaube, alle hier bei uns in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien sind absolut wählbar. Es ist die demokratische Mitte, die wir hier abbilden. Wir haben den linken Rand nicht, wir haben den rechten Rand nicht. Da sind wir sehr, sehr froh, dass das in unserer Gemeinde so ist. Und ich bin fest davon überzeugt, das wird auch so bleiben. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Nicht jede Frage, die an euch gerichtet war, war auch tatsächlich für die Politik bestimmt. Einige Fragen gingen auch an die Verwaltung oder hätte die Verwaltung beantworten können. Das ist eben einfach immer mal so, dass man nicht genau weiß, wer ist dafür eigentlich zuständig. Wir werden jetzt noch einmal kurz umbauen, dass die Tische sich so ein bisschen auseinanderstellen und dann würden wir Ihnen gerne noch die Möglichkeit geben, sich vielleicht noch eine halbe Stunde mit den einzelnen Kandidaten unterhalten zu können. Ich glaube, jeder hat noch so ein paar Flyer mit und die eine oder andere Frage ist vielleicht heute nicht gestellt oder nicht beantwortet worden, sodass Sie jetzt die Möglichkeit haben, dann auch noch mal zu Ihrem Kandidaten zu gehen. Ich habe gesehen, es sind viele eurer Mitglieder und viele eures Wahlkampfteams auch hier im Raum. Die stellen sich sicherlich zu euch an den Tisch und dann kann man noch mal zu den einzelnen Kandidaten gehen und sagen, Mensch, die Frage würde ich jetzt noch mal gerne an dich stellen. Die ging vorher ja vielleicht an anderen Kandidaten. Frau Pironet, an Sie ein herzliches Dankeschön. Ich finde, Sie haben das großartig gemacht. Die Idee mit den Fragen, die gezogen werden und dann auch mit dem Kandidaten, der sie beantworten soll, glaube ich, war sehr transparent. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank für Ihre Moderation. Natürlich gehen Sie nicht ohne Blumen nach Hause. Und ich lasse das Papier mal so liegen, dann können Sie das gleich nochmal einpacken. Vielen, vielen Dank einmal an Sie. Ich darf Ihnen die einmal so geben. Für den wirklich interessanten Abend, für die kurzweilige Moderation. Das hat uns, glaube ich, allen viel Spaß gemacht. Da waren ein, zwei Fragen. Ich glaube, Steffi Vorkamp hat es vorhin angesprochen, die eigentlich an die Verwaltung waren. Ich stehe Ihnen natürlich auch noch zur Verfügung. Ich glaube, da war die Frage vom ETC, die Sie gestellt hatten. Ich bin natürlich auch noch im Moment da und würde die eine oder andere Frage beantworten, die Sie vielleicht gerne noch von der Verwaltung beantwortet haben. Möchten. Ansonsten Ihnen auch einen guten Heimweg. Kommen Sie morgen gerne auch zu unserem Bürgerempfang. Der findet hier im Strandpark statt. Ja, klatschen dürfen Sie jederzeit. Der findet hier bei uns im Strandpark statt. Wir haben ein Bürgerfest organisiert mit ein bisschen Spiel und Spaß für die Kinder. Wir haben unseren Bürgerempfang, den offiziellen Teil und natürlich auch den Tag des Ehrenamtes. Das haben wir aus dem Sozialausschuss aufgenommen. Es sind sehr, sehr viele Ehrenamtler, die sich morgen hier präsentieren werden bei uns im Strandpark. Für jeden ist was dabei. Kommen Sie gerne vorbei, trinken Sie ein Glas Bier, lassen sich von der Musik und von dem Programm ein bisschen verzaubern. Es ist ein langes Wochenende.
Gemeinde. Wenn Sie die Zeit haben, würden wir uns sehr, sehr freuen, Sie morgen begrüßen zu dürfen. Ansonsten, wenn Sie keine Fragen mehr an unsere Kandidaten haben, Ihnen einen schönen Heimweg. Wirklich der Appell, gehen Sie zur Wahl und ansonsten ein schönes verlängertes Wochenende. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus